So, grüß Gott. Herzlich willkommen zur Stadtratssitzung. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, begrüßen wir sehr herzlich das Straßenbahnamt als ersten interessanten Punkt, den Herrn Rehm, die Frau Wallner, die uns berichten mögen über den Stand der Ortsumfahrung. Es ist jetzt nicht unsere ureigenste Verantwortung, wie man da weiterkommt, aber ich glaube, es ist unser ureigenstes Interesse zu wissen, wo wir stehen und auch zu wissen, was wir vielleicht tun können, um es zu beschleunigen oder einfach mal ja, einen Zeitplan zu kennen, nochmal, wie es denn ungefähr ausschauen könnte. Es ist vor der Tagesordnung, weil es uns eben nicht direkt in der Verantwortung betrifft, aber natürlich direkt im Interesse betrifft. Und ich glaube jetzt auch bei den ganzen Themen, die wir mit Mobilität in Angriff genommen haben oder über die wir gesprochen haben, sehr gut reinpasst. Wir sollten auch in den nächsten Monaten uns vielleicht mal berichten lassen, wie es denn bei dem anderen großen Mobilitätsthema, bei dem Bahnausbau ausschaut. Auch das ist jetzt nicht unsere ureigenste Aufgabe. Auch da könnte man aber eine ähnliche Veranstaltung machen, dass man vielleicht vor dem Eintritt in die Tagesordnung auch da mal diesen Stand zur Elektrifizierung zur Tüßlinger Kurve und diesem Projekt ABS 38 bekommt. Heute B20 Ortsumfahrung Burghausen, Vorstellung, Vorentwurf. Überzeugen Sie um das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal von unserer Seite aus ein ganz herzliches Grüß Gott. Ich darf und also die Vertreter des staatlichen Bauamtes Traunstein am Anfang vielleicht ganz kurz vorstellen. Der Bürgermeister hat es schon gesagt, mein Name ist Christian Rehm, ich bin der Behördenleiter des staatlichen Bauamtes Traunstein. Und ich habe auch noch jemand mitgebracht, nämlich meine Abteilungsleiterin für die Planung, die im Prinzip alle Großplanungen bei uns hier betreut. Das ist die Frau Wallner, die wird auch noch im Anschluss zu Ihnen sprechen. Und einen Baureferendar haben wir auch noch dabei, dass er ein bisschen sieht, wie sowas abläuft. Vielleicht am Anfang folgender Hinweis. Der Bürgermeister hat es angesprochen, wir stellen heute den Vorentwurf vor. Der Vorentwurf ist weitgehend abgeschlossen und bevor wir ihn auf die Genehmigungsreise schicken, ist es so, dass wir auch bei ausgewählten Trägern öffentlicher Belange und bei den betroffenen Kommunen eine Stellungnahme einholen, die wir dann im Genehmigungslauf, das ist ein behördeninterner Genehmigungslauf, mitschicken. Das heißt, wir werden Ihnen in Kürze diesen Vorentwurf zusenden, in den nächsten Wochen, sage ich jetzt mal. Und Sie werden dann hierzu wir werden Sie bitten, hierzu eine Stellungnahme abzugeben. Insofern haben wir heute auch den Termin so gewählt, dass Sie schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen und nicht ganz ohne Informationen diesen Vorentwurf zugesandt bekommen. Das ist das eine. Und zum anderen will ich natürlich auch ein bisschen, also wir haben den Vortrag ein bisschen geteilt. Ich werde am Anfang ein paar grundsätzliche Sachen zur Planung sagen und auch ein bisschen darstellen, wo wir sind im Planungsverlauf und wie es weitergeht und auch ein bisschen auf die zeitliche Komponente eingehen und den eigentlichen Vorentwurf wird dann die Frau Wallner vorstellen. Jetzt schauen wir mal. Zu uns haben wir ja schon was gesagt, vielleicht nur so viel, die Planung, bei dieser Planung ist nicht bloß das staatliche Bauamt Traunstein beteiligt, sondern eine ganze Reihe von Fachbüros, die sind hier aufgelistet, Straßenplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsgutachten, Baugrundgutachten, Lärmgutachten, das ist also eine externe, vergeben worden.
Und vom Ablauf her habe ich ja schon gesagt, die ersten beiden Punkte, um die ich mich kümmern, ein paar Sachen werde ich zum Planungsauftrag sagen und zu den weiteren Planungsschritten und was dann die eigenen Vorentwurfsunterlagen anbelangt, wird die Frau Wollner referieren. Zum Planungsauftrag. Ich gehe das einmal komplett durch, die ganze Geschichte. Es ist ja so, das staatliche Bauamt Traunstein, das plant nicht, weil es dem staatlichen Bauamt Traunstein so gefällt, sondern wir brauchen natürlich eine Grundlage für die Planung. Und die Grundlage ist in diesem Fall eine gesetzliche Grundlage und die schimpft sich Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Dieser Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, der ist Anlage des Fernstraßenausbaugesetzes und hat somit einen Gesetzescharakter. Und der ist für uns, der impliziert für uns den eigentlichen Planungsauftrag. Dieses Vorhaben Ortsumfahrung Burghausen ist im sogenannten vordringlichen Bedarf, das ist die höchste Stufe. Und wie gesagt, damit ist auch ein Planungsauftrag verbunden. Dieser Bedarfsplan, der hat seine Grundlage im Bundesverkehrswegeplan. Der Bundesverkehrswegeplan, der ist ja nur in Anführungsstrichen ein Regierungsprogramm, das eben im Zuge der parlamentarischen Behandlung und der Novellierung des Fernstraßenausbaugesetzes in diesem Bedarfsplan endet. Also dieser Bedarfsplan ist für uns quasi das Gebetbuch, dass wir hier mit großen Planungen beginnen und auch hoffentlich gut zu Ende führen. Ja, wenn man einen Blick auf diesen Bedarfsplan 2016 wirft, dann sieht man, dass da eine ganze Reihe von Projekten drinnen sind. In der Summe haben wir 9 Maßnahmen im sogenannten vordringlichen Bedarf alleine bei uns hier im Zuständigkeitsbereich des staatlichen Bauamtes Traunstein und noch 2 im weiteren Bedarf mit Planungsrecht. Insgesamt ist es ein Volumen ungefähr von 450 Millionen Euro und da sind die Staatsstraßen noch gar nicht dabei und die Um- und Ausbaumaßnahmen sind hier auch nicht dabei. Das sind nur die absoluten Großmaßnahmen, die hier dargestellt sind und das ist auch der Grund dafür, dass wir nur einen Teil dieser Maßnahmen, dass wir innerhalb dieser Maßnahmen wieder priorisieren müssen und ich kann Ihnen sagen, die Ortsumfahrung Burghausen steht da mit verschiedenen anderen Maßnahmen ganz vorne. Also wir sind dabei, das ganz stringent hier weiter zu planen. Und wie dieser Planungsablauf aussieht, da komme ich jetzt drauf, zu diesen Planungsschritten. Jetzt erschrecken Sie nicht, wenn ich Ihnen die Folie zeige. Ich gehe es mit Ihnen ein bisschen durch, aber es ist wichtig, damit Sie ein bisschen verstehen, wie der Planungsablauf so einer Straße überhaupt funktioniert und warum die Sache so lange dauert. Ich habe vor kurzem die Verkehrsfreigabe gehabt der Ortsumfahrung Obing. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, da war auch die ganze politische Spitze, sowohl von Bonn wie auch von Bayern letztendlich hier, also was Bau und Verkehr anbelangt. Und der Herr Ramsauer hat dann gesagt, er kann selbst bei einer Ortsumfahrung wie Obing, die eigentlich eine Wald- und Wiesenumfahrung ist, ohne besondere Schwierigkeiten, und die sicherlich auch politisch besonders gepusht worden ist, hat der Planungsablauf jetzt bis zur Verkehrsfreigabe 12 Jahre gedauert. Der eigentliche Bau war nur 2 bis 3 Jahre. Also daran sieht man, wie lange diese Infrastrukturprojekte brauchen, um sie zur Baureife zu führen. Und die Ortsumfahrung Burghausen ist sicherlich wenn man sie betrachtet, bringt sicherlich deutlich mehr Schwierigkeiten mit sich. Gut, dann gehen wir vielleicht ein bisschen drauf ein. Mal schauen. Ich mache gleich die ganze, ich blende gleich noch eine Linie ein. Diese Linie, die spiegelt im Plan, oder ich fange anders an. Sie sehen hier 3 Säulen. Bei diesen 3 Säulen ist es so, dass die linke Säule die einzelnen, in blauer Farbe, die einzelnen Planungsschritte einer Straßenplanung wiedergibt. Die grüne Säule, Sie sehen oben, da steht Umweltbelange, das zeigt auf, wie die Umweltbelange in den einzelnen Planungsschritten hier mit berücksichtigt werden. Und auf der rechten Seite, gelb dargestellt, ist die Öffentlichkeitsbeteiligung. Da sieht man, wie die Öffentlichkeit bei jedem einzelnen Planungsschritt auf der linken Seite hier mitbeteiligt wird.
Zum ersten Punkt, links oben, Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, habe ich eigentlich alles bereits gesagt. Es kommt dann die Voruntersuchung. Bei der Voruntersuchung ist es so, dass eine Linie gesucht wird, die möglichst konfliktarm ist. Um überhaupt zu einem konfliktarmen Korridor zu kommen, brauche ich Mitte, in der Mitte, wenn man schaut, eine sogenannte Raumempfindlichkeitsanalyse. Aus der kann man dann konfliktarme Korridor ermitteln und da wird dann letztendlich auch die Straßenplanung dann auf diesen Korridor ausgerichtet. Im nächsten Schritt kommt dann ein Raumordnungsverfahren, wie wir es auch gehabt haben bei der Ortsumfahrung Burghausen. Und zwar wird sie begleitet auf der Basis einer Umweltverträglichkeitsstudie. Bei dem Raumordnungsverfahren ist es dann so, dass diese einzelnen Varianten letztendlich bewertet werden. In Ihrem Fall ist es so, dass sich ja drei Varianten hier herausgeschält haben, allerdings nur eine einzige, das ist die, die wir auch weiterverfolgt haben, landesplanerisch positiv beurteilt worden ist, und zwar mit Auflagen. Die anderen sind verworfen worden. Das heißt, dass ich auch nur diese eine Trasse, diesen einen Korridor in der weiteren Planung berücksichtigen darf. Ansonsten würde ich in den Genehmigungsverfahren, auf den noch bevorstehenden Genehmigungsverfahren scheitern. Ja, der nächste Punkt ist eine Linienbestimmung, die brauchen wir hier bei einer Ortsumfahrung nicht, die braucht man nur bei einer großräumigen Verlegung. Das ist also, diesen Schritt konnten wir uns also sparen. Und was wir jetzt die letzte Zeit gemacht haben, ist, dass wir den Vorentwurf erstellt haben. Dieser Vorentwurf, der beinhaltet zwei wesentliche Sachen. Zum einen ist es so, dass er die technische Planung komplett abbildet. Und zum anderen ist es so, dass er auch nicht nur eine Kostenschätzung, sondern eine Kostenberechnung zum Inhalt hat. Die technische im behördeninternen Genehmigungsweg ist es so, dass hier zum einen dann der Baulastträger, das ist der Bund, dieser technischen Planung zustimmen muss und dass er gleichzeitig für dieses Vorhaben auch haushaltsrechtlich die grundsätzliche Genehmigung erteilt. Das sind eigentlich die wichtigen Punkte, die hier mit diesem Verfahrensschritt verbunden sind. Dieser Vorentwurf, der muss angesichts der Größe dieses Projektes vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmigt werden und geht den Genehmigungslauf über die Regierung von Oberbayern, über unser bayerisches Bauministerium hin zum Bundesministerium und läuft dann wieder zu uns zurück. Und wenn wir diesen Vorentwurf genehmigt zurückbekommen, meistens sind dann noch verschiedene Auflagen dabei, dann ist es so, dass wir dann kommen wir zu dem öffentlich-rechtlichen Teil, nämlich zum öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren. Und das schimpft sich Planfeststellungsverfahren. Für dieses Verfahren müssen wir auch wieder Unterlagen vorbereiten. Die Erarbeitung, jetzt kommen wir schon ein bisschen zu dem Zeithorizont, die Erarbeitung für solche Unterlagen dauert rund ein Jahr. Und dieses Verfahren wird dann beantragt bei der sogenannten Planfeststellungsbehörde, das ist in unserem Fall die Regierung von Oberbayern, und die führt dann formal dieses Verfahren durch. Dieses Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, nach genauen Spielregeln. Es gibt hier eine Öffentlichkeitsbeteiligung, da können alle Betroffenen und alle Träger öffentlicher Belange ihre Einwendungen bringen. Und es gibt auch einen Erörterungstermin, wo wir dann in der Bütt stehen und zu diesen Fragen noch mehr Rede und Antwort stehen. Abschließend tut dieses Planfeststellungsverfahren mit einem Planfeststellungsbeschluss. Das ist ein Verwaltungsakt und jeder Verwaltungsakt hat eine Rechtsbehelfsbelehrung und dieser Beschluss kann beklagt werden. Wenn man gegen diesen Planfeststellungsbeschluss Klage einreicht, dann ist das zuständige Gericht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, also gleich die zweite Ebene. Und Sie können ungefähr davon ausgehen, wie gesagt, dass man also pro Instanz ungefähr 2 Jahre ansetzen kann. Wenn hier die Klagen abgewiesen werden, dann ist der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig. Wenn er bestandskräftig ist, können wir einsteigen in die Bauvorbereitung. Bauvorbereitung bedeutet, dass wir die Ausführungsplanung machen können, dass wir die Ausschreibung vorbereiten können, europaweit bei dieser Größenordnung natürlich, und dass wir vor allem auch den Grunderwerb dann tätigen.
Auch hier droht letztendlich wieder ein Besitzeinweisungsverfahren, sofern wir den Grund nicht freihändig erwerben können. Ist es passiert, dann kann mit dem eigentlichen Bau begonnen werden. Für das Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen, setzen wir eine Bauzeit von rund 3 Jahren an. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Frage, die Sie interessiert. Wie lange dauert es noch, bis wir endlich bauen können? Und ich gehe jetzt einmal ein bisschen durch von unserem derzeitigen Stand aus. Wie gesagt, wir haben den Vorentwurf fertig. Wir gehen davon aus, dass wir ihn Anfang nächsten Jahres auf den Genehmigungsweg schicken. Ich gehe erfahrungsgemäß davon aus, dass dieser Genehmigungsweg, bis wir ihn wieder zurückbekommen von Bonn, circa 1 Jahr dauert. Wenn wir einen genehmigten Vorentwurf haben, dann können wir einsteigen, wie gesagt, die Planfeststellungsunterlagen auf dieser Basis vorzubereiten. Das wird auch ungefähr 1 Jahr dauern, jetzt sind wir bei 2. Dann ist das Planfeststellungsverfahren, wenn es sehr günstig läuft, sehr günstig, wenn keine besonderen Einwendungen, keine substanziellen Einwendungen kommen und wir keine Tekturplanungen brauchen, 1 Jahr. Sind es 3 Jahre, erfahrungsgemäß eher 2 Jahre bei solchen Vorhaben. Und das bedeutet, wir sind dann schon bei 3 Jahre und da brauche ich noch eine Bauvorbereitung. Für die Bauvorbereitung, Ausschreibung, Grunderwerb etc. können es noch mehr Jahre rechnen. Also zwischen 4 und 5 Jahre in einem günstigen Verlauf, bis wir mit dem Bau dieser Ortsumfahrung beginnen können. Wenn keine Klagen kommen. Wenn Klagen kommen, dann drehen wir Ehrenrunden bei der Sache. Ich habe schon angedeutet, dass dann ungefähr pro Instanz, es sind ja plus 2, die maximal in Frage kommen, können Sie ungefähr 2 rechnen. Wobei das sehr abhängig davon ist, wie die Gerichte ausgelastet sind. In vielen Punkten sehen Sie, ist es so, dass wir gar nicht unbedingt am Ruder sind, sondern eigentlich von anderen Behörden, Gerichten etc. oder vom Verlauf der Verfahren fremdbestimmt sind. So viel dazu, vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Jetzt können Sie sagen, warum planen Sie denn so lange? Ich habe jetzt mal noch 3 Bildchen da. Hier sehen Sie, dass bei so einer Planung es so ist, dass sie sich eigentlich ständig in der Detailschärfe verbessert. Ist man am Anfang bei der Bedarfsplanung, ganz links sehen Sie also das nur einen kleinen Ausschnitt hier von einer anderen Planung im Übrigen, wie so ein Bedarfsplan ausschaut. Das ist im Prinzip eine Linie und die Knotenpunkte sind auch nur symbolisch dargestellt. Im Vorentwurfstadium, das ist das Stadium in der Mitte, ist es dann so, dass die Planung schon perfekt ausgearbeitet ist. Und bei der Planfeststellung ist es dann so, dass sie sogar parzellenscharf ausgestattet ist und auch die einzelnen Grundstücksbetroffenheiten quadratmeterscharf bereits ermittelt werden. In der Ausführungsplanung kommen dann noch weitere Details dazu. Ich will es mir damit belassen und wir gehen jetzt zur Vorstellung der eigentlichen technischen Planung und dazu bitte ich jetzt die Frau Wollner, die Bühne zu betreten. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir in die Runde. Ich starte gleich weiter. Genau. Ich möchte am Anfang einen kurzen Rückblick auf die bisherigen Planungsschritte machen, damit man versteht, warum wir den ursprünglichen Vorentwurf des Landkreises nochmal überarbeiten haben müssen. Und zwar ein paar Schlagworte, der Herr Rehm hat es kurz auch schon angedeutet. Wir sind über eine Raumempfindlichkeitsanalyse, über eine Umweltverträglichkeitsstudie und ein Raumordnungsverfahren bis hin zur landesplanerischen Beurteilung im Vorfeld gekommen. Und auf dieser Grundlage hat damals der Landkreis Altötting den Vorentwurf zunächst ausgeplant. Dieser ist dann der höheren Naturschutzbehörde unter anderem auch zur Stellungnahme vorgelegt worden. Und in diesem Zusammenhang sind wir auf voraussichtlich artenschutzrechtliche Probleme gestoßen mit der höheren Naturschutzbehörde, sodass wir hier schon Umplanungsbedarf hatten. Parallel dazu ist unsere Planungsgrundlage, nämlich also die technische Richtlinie, geändert worden. Wir haben seit 2013 die
RAL, die sogenannte Richtlinie für die Anlage von Landstraßen, sodass sich also auch unsere Planungsparameter etwas geändert haben. Und in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium haben wir auch daran festgelegt, dass wir die technische Planung, also die Vorentwurfsplanung, nochmal auf die neuen Richtlinien umändern. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wo das Problem im Artenschutz war. Das ist jetzt der alte Vorentwurfsplan, und zwar der Bestands- und Konfliktplan. Und Sie sehen in dem Bereich, der jetzt rot umkringelt ist, wo wir ein sogenanntes Schwarzspecht-Höhlenzentrum durchschnitten haben. Und Schwarzspechte sind eben unter anderem auch artenschutzrechtlich geschützt, sodass wir da ein Problem hatten, dass wir Verbotstatbestände erfüllt haben, die wir technisch nicht in den Griff gekriegt haben. Und des Weiteren hatte die höhere Naturschutzbehörde eben Bedenken, ob das Raumordnungsverfahren oder das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens vor diesem Hintergrund noch belastbar war, weil wir eben immer zumutbare, also im Artenschutz und im Naturschutz bezogen, zumutbare Alternativen prüfen müssen, was bedeutet, dass wir eben immer belegen müssen, dass wir die konfliktärmste Trasse wählen. Und dementsprechend haben wir dann auf Vorschlag der höheren Naturschutzbehörde eine kleinräumige Trassenoptimierung in diesem Bereich vorgenommen. Und die höhere Naturschutzbehörde hat eben uns die Auflage gegeben, man möge sich doch an der bestehenden Gemeindeverbindungsstraße, die hier gelb gestrichelt eingezeichnet ist, orientieren, weil die ja schon eine gewisse Zäsur in der Landschaft darstellt, und dementsprechend ist es sinnvoll, sich an den vorhandenen Strukturen schon zu orientieren. Das heißt, diese kleinräumige Trassenoptimierung, die wir vorgenommen haben, sieht man jetzt hier. Die rote Linie ist die ursprüngliche Achse der Landkreisplanung, und die grün dargestellt ist jetzt die neue Linie. Und da haben wir jetzt eben zum einen es geschafft, aufgrund der Auflage der höheren Naturschutzbehörde, dass wir eben dieses Schwarzspecht-Höhlenzentrum vermeiden, indem wir außen rumgehen. Zum anderen haben wir uns eben an der bestehenden Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mehring und Unghausen orientiert, was auch auf Hinweis der höheren Naturschutzbehörde war. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die neuen Planungsrichtlinien der RAL aufgenommen. Da ging es zum Beispiel um eine Querschnittsanpassung und auch um eine Knotenpunktsanpassung in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium. Deswegen haben wir jetzt da unten eben keine direkte Anbindung über den Kreisverkehr, sondern eine tangentiale Anbindung mit einer durchgehenden Bundesstraße. Und jetzt komme ich eigentlich zu den jetzt aktuellen Vorentwurfsunterlagen und beschränke mich jetzt auf die wichtigsten Punkte, damit Sie die Planung so gut wie möglich dann nachvollziehen können, wenn Sie die Unterlagen insgesamt dann zur Stellungnahme bekommen. Als erstes zeige ich Ihnen den Lageplan im Ganzen. Ich gehe es nachher noch mal einzeln durch. Also Sie sehen, jetzt hoffe ich, dass ich den Pointer finde. Schlecht zu erkennen. Also wir bleiben am Anfang noch, beziehungsweise das machen wir gescheiter auf der Detailfolie, also das ist der Bauanfang im Bereich von Hiering. Da bleiben wir erst noch ein Stückel auf Bestand. Sie sehen, dass wir da jetzt eine leichte Einschnittslage haben, also in braun dargestellt ist immer eine Einschnittslage. Da schaffen wir eine relativ unübersichtliche Kuppe im Ist-Zustand, verbessern wir für die Sichtverhältnisse. Und erst dann schwenkt man bei Hiering ungefähr von der bestehenden jetzigen Bundesstraße ab, gehen dann durch zwischen Harras und Stöckl durch. Die jetzige Bundesstraße, die Burgkirchner Straße, schließen wir mit einer Einmündung untergeordnet an die neue Bundesstraße an. Dann der mittlere Teil, also da sehen Sie jetzt hier Stöckl wieder,
das ist der Hechenberg, wo wir eben vorher ungefähr hier durchgegangen sind mit dem Schwarzspechthüllenzentrum. Und jetzt gehen wir eben tangential an der Gemeindeverbindungsstraße entlang. Hier kann man sich orientieren an der PV-Anlage bei Gumpersberg. Da sind wir dann hier in Einschnittslage. Was hier noch besonders ist, dass wir hier zur Überwindung des Höhenunterschieds eine Talbrücke haben. Die schauen wir uns nachher auch nochmal im Einzelnen an. Die ist 140 Meter lang. Zum Vergleich, der vorherige Vorentwurf hatte auch eine Talbrücke in diesem Bereich, die waren 330 Meter lang. Genau, und im nördlichen Bereich Richtung Bauende hat sich so gut wie nichts an der Planung geändert im Grunde. Wir machen auch wieder einen großen Bogen um Gumpersberg rum und auch dieser Knotenpunkt hat sich nur im Detail geändert. Es ist nach wie vor ein Kreisverkehr mit Overfly. Die Besonderheit an diesem Knotenpunkt ist, dass nicht die Bundesstraße durchgehend ist, sondern die Startstraße 2108, weil sonst Leistungsfähigkeitsprobleme bei dem Knotenpunkt gegeben hätte. Der ist aber auch mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmt und abgesegnet. Genau, das ist der Höhenplan in Gänze. Ich muss gleich dazu sagen, ein Höhenplan wird immer zehnfach überhöht dargestellt, sonst kann man gar nichts erkennen. Das heißt also, der Maßstab in der Y-Achse ist zehnmal genauer als der in der X-Achse. Ich habe ihn noch mal ein bisschen rausgezoomt. Sie sehen also, grün dargestellt sind Dammlagen und in so beige dargestellt sind Einschnittslagen. Und man erkennt auch hier die Talbrücke, die ich schon erwähnt habe. Und ansonsten haben wir noch fünf kleinere Bauwerke. Zum Querschnitt. Sie sehen jetzt dargestellt auf der rechten Seite die Vorgaben aus unserer Richtlinie. Wir brauchen für die B20 in diesem Bereich aufgrund ihrer wichtigen Verbindungsfunktion einen Regelquerschnitt RQ11,5+. Das bedeutet, wir müssten eigentlich abschnittsweise Überholfahrstreifen anordnen, und zwar auf 20% der Ausbaustrecke pro Fahrtrichtung. In Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium haben wir aber die Möglichkeit gehabt, dass wir auf diesen dreistreifigen Querschnitt, den wir abschnittsweise gebraucht hätten, verzichten können und damit Flächen sparen können. Da wir nördlich von Burghausen bis nach Markl ja schon einen dreistreifigen Abschnitt ausgebaut haben mit jeweils zwei Überholfahrstreifen pro Fahrtrichtung. Das heißt, wir konnten uns für die Ortsumgehung Burghausen mit dem Bundesverkehrsministerium auf diesen nur durchgehend zweistreifigen Querschnitt einigen. Und das schaut dann im Regelquerschnitt so aus. Wir haben Fahrstreifenbreiten von 3,50 Meter plus Randstreifen je 50 cm und in der Mitte auch 50 cm. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, warum da jetzt 11 Meter Kronenbreite draufsteht, wenn ich doch die ganze Zeit von RQ11,5 rede. Das liegt daran, dass wir auch da versucht haben, so weit wie möglich Flächen zu sparen, indem wir die Richtlinie ausgenutzt haben und das eigentlich das normale vorgesehene 1,50 Meter breite Bankett in Einschnittslagen auf 1 Meter reduziert haben. Das heißt, es ist nach wie vor trotzdem der RQ11,5+ leicht modifiziert. Jetzt kommen wir zur Bauwerksskizze. Eine Bauwerksskizze braucht man immer bei größeren Bauwerken, die eben natürlich auch kostenrelevant sind. Die muss man also genauso auch vorlegen zur Vorentwurfsplanung. Und in dem Fall der Ortsumgehung Burghausen ist es halt die Lengtalbrücke, also diese Talbrücke, die dann den Höhenunterschied überwindet. Das ist ein gut 140 Meter langes Bauwerk, aufgeteilt auf 4 Brückenfelder. Und es ist ein zweistiegiger Plattenbalken jetzt geplant. Unter der Brücke durch führt die verlegte Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mehring und Unghausen. Das sieht man hier auch in der Ansicht. Da braucht man natürlich eine gewisse Durchfahrtshöhe, damit die Gemeindeverbindungsstraße nach wie vor für den öffentlichen Verkehr befahrbar bleibt. Und das Brückenbauwerk ist deswegen auch vierfeldrig, damit wir eben im Lengtal die
diesen hochwertigen ökologischen Austausch nicht stören und da eine Durchgängigkeit für die Natur schaffen. Und insbesondere deshalb braucht man auch auf der Brücke Irritationsschutzwände, insbesondere für die Fledermäuse, dass die nicht in den Kollisionsbereich mit dem Verkehr geraten. So, der Widmungsplan, der ist eigentlich schnell erklärt, nachdem wir vor kurzem den Bestand bereits umgestuft haben, brauche ich nicht mehr allzu viel erzählen, dass die jetzige Bundesstraße eben durch Pirach und dann über die Burgkirchner Straße verläuft. Und wenn die Ortsumgehung Burghausen dann gebaut wird, wird die natürlich zur Bundesstraße gewidmet und die jetzige Bundesstraße, also die Burgkirchner Straße, wird wieder zur Ortsstraße abgestuft und der Teil der Staatsstraße 2108 vom neuen Knoten bei Niederholzheid bis zum bestehenden Knoten nördlich von Burghausen wird natürlich dann auch zur Bundesstraße aufgestuft, damit wir wieder eine durchgehende Bundesstraßenverbindung haben. So, dann kommen wir zu den Verkehrszahlen. Wir haben 2018 ein Verkehrsgutachten beauftragt. Die Grundlagen dafür sind bei uns immer ein Landesverkehrsmodell Bayern. Das hat der Freistaat Bayern für den ganzen Freistaat beauftragt. Das ist ein relativ grobmaschiges Netz, gibt aber wichtige Anhaltspunkte für den großräumigen Verkehr. Und für so ein örtliches Verkehrsgutachten muss man natürlich dann im Detail nochmal Knotenpunktzählungen und Kennzeichenerfassungen machen, damit man dann die örtlichen Verhältnisse im Detail abbilden kann. Auch die Bauleitplanung wird berücksichtigt und Bevölkerungsvorausberechnungen, Wirtschaftsprognosen und auch die Verkehrsentwicklung sind eingegangen. Jetzt schauen wir mal, ich zoome es gleich nochmal raus, ich wollte es bloß erstmal in Gänze zeigen. Das ist die Verkehrsbelastung im Analysezustand, also im Jahr 2018, wie es der Verkehrsgutachter vorgefunden hat. Und dann prognostizieren wir immer auf ein Prognosejahr rauf, das ist im jetzigen Stadium das Jahr 2035. Also das ist der sogenannte Prognose-Null-Fall, heißt also, wie sich der Verkehr entwickelt im Falle, wenn wir keine Ortsumgehung bauen, bis zum Jahr 2035. Rausgezoomt für den relevanten Bereich sehen Sie jetzt hier zum Beispiel, dass die jetzige Burgkirchner Straße ungefähr 13.700 Kfz pro 24 Stunden aufweist. Kurz zur Erläuterung, es sind ja immer zwei Zahlen dargestellt. Die dunkle große Zahl ist der gesamte durchschnittlich tägliche Verkehr und die drüber befindliche kleinere Zahl ist der Schwerverkehr aus diesem Gesamtverkehr. Also da sieht man jetzt eben 1200 Kfz Schwerverkehr am Tag zu 13.700 Kfz insgesamt am Tag. Beispielhaft. Und im Prognose-Null-Fall sind wir da schon bei 15.900 bzw. 1.500 Kfz Schwerverkehr am Tag. Diesen Prognose-Null-Fall nehmen wir jetzt her und vergleichen ihn mit einer Verkehrsumlagerung im Falle des Baus der Ortsumgehung. Und das heißt dann Prognose-Planfall, auch im Jahr 2035. Und daraus ergibt sich dann eben eine Verkehrsmengenänderung. Rot dargestellt ist eben mehr Verkehr. Logischerweise gab es vorher auf dem freien Feld noch keinen Verkehr. Deswegen rot dargestellt die Neubelastung der neuen Bundesstraße und grün dargestellt die Entlastung hier zum Beispiel der Burgkirchner Straße. Auch nochmal rausgezoomt die Zahlen. Also wir werden ungefähr knappe 9.000 Kfz auf der Ortsumgehung haben und 1.600 Kfz Schwerverkehr. Und das ist die Besonderheit. Ich habe jetzt mal ausgerechnet den Schwerverkehrsanteil. Jetzt momentan haben wir, also beziehungsweise im Prognose-Null-Fall, wir reden jetzt von 2035, haben wir auf der Burgkirchner Straße ca. 9,4% Schwerverkehrsanteil. Auf der Staatsstraße kurz vor Burghausen haben wir noch 5,3%. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Prognose-Planfall, dann werden wir in der Burgkirchner Straße noch ca. 6% Schwerverkehrsanteil haben
und auf der Ortsumgehung 18,4%. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Das heißt, wir schaffen ziemlich viel Schwerverkehr rauszuverlagern aus der Stadt. Nächstes Thema Lärmschutz. Da ist es so, dass wir an diversen Punkten, die haben wir jetzt hier nochmal extra eingekringelt, das sieht man aber dann im Lageplan als Emissionsorte, da haben wir Punkte gesetzt an Wohnanwesen, die der Trasse nächstgelegen sind. Das sind 12 Stück an der Zahl und bei denen haben wir eben die Lärmwerte berechnet. Die Grundlagen der Lärmberechnung sind einmal natürlich die technische Planung in Lage und Höhe, dann das digitale Geländemodell, also die Werte vom Vermessungsamt, also vom Kataster, damit man eben auch die Topografie außenrum berücksichtigen kann. Und natürlich die Verkehrszahlen, insbesondere der Schwerverkehrsanteil, sind da besonders wichtig und welche Geschwindigkeiten gefahren werden. Daraus ergibt sich dann ein dreidimensionales Berechnungsmodell und dann errechnen wir an den einzelnen Emissionsorten Gebäude bzw. sogar stockwerkscharf die Emissionswerte und vergleichen die dann mit den Emissionsgrenzwerten der 16. Bundesemissionsschutzverordnung. Die habe ich Ihnen in der nächsten Folie jetzt gleich mal aufgezeigt. Also die 16. Bundesemissionsschutzverordnung ist unser Handwerkszeug oder das Regularium, an das wir uns halten müssen. Und da gibt es Grenzwerte drin, die sich an der Nutzungsart aus der Bauleitplanung ergeben. Also je nachdem, was in der Bauleitplanung für das jeweilige Einzelanwesen für Nutzungsart hinterlegt ist, ergibt sich dann ein unterschiedlicher Tages- und Nachtgrenzwert. Ganz wichtig ist, dass man wissen muss, dass die Lärmberechnung eine logarithmische Berechnung ist. Das bedeutet also beispielhaft, also ein Auto ist eine Grundbelastungsmenge, dass man sich's mal vorstellen kann. Wenn man die Grundbelastungsmenge, Verkehrsbelastung, also verdoppelt von einem Auto auf zwei Autos, würde das nicht in etwa bedeuten, dass die Lärmbelastung sich auch verdoppelt, also von 50 dBA auf 100, sondern es wird in Anführungszeichen nur um 3 Dezibel lauter bei einer Verkehrsverdoppelung. Also 3 dBA bedeuten doppelter Verkehr. Beziehungsweise, wenn man den Verkehr, die Verkehrsbelastung verzehnfachen würde, ergäbe sich eine Erhöhung der Lärmbelastung um 10 dBA. Und diese Wahrnehmung vom menschlichen Gehör wäre dann doppelt so laut. Also zehnfacher Verkehr ist doppelt so laut und 10 dBA mehr. Und doppelter Verkehr ist ein Mehr von 3 dBA und der Unterschied ist fürs menschliche Gehör gerade wahrnehmbar. Das ist wichtig, um jetzt die Berechnungsergebnisse der Lärmwerte einordnen zu können. Das schaut dann so aus in der Tabelle der Lärmberechnung. Wir haben als erstes in der Tabelle erste Spalte sind die einzelnen Emissionsorte. In der zweiten Spalte sehen Sie schon, dass man es eben geschossscharf gemacht hat, also Erdgeschoss und erstes Obergeschoss in den Fällen. Dann kommt die Nutzungsart aus der Bauleitplanung. AU heißt Außenbereich und WA in dem Fall haben wir auch, ist allgemeines Wohngebiet und da sehen Sie an der nächsten Spalte die Grenzwerte aus der 16. BIMSCHV, die eben genau der Nutzungsart entsprechen. Und dann kommt die eigentliche Berechnung der Pegel an den einzelnen Emissionsorten und diese werden dann verglichen mit den Grenzwerten und dann gibt es eine Differenz und Sie sehen jetzt schon, da steht überall ein Minus davor und wenn man es jetzt nochmal berücksichtigt, 3 dBA bedeuten doppelt so viel, beziehungsweise wenn es um Minus geht, halb so viel Verkehr. Wir sind da sehr, sehr weit weg von den Grenzwerten. Das ist jetzt da zum Beispiel so um die 10 dBA Delta. Das bedeutet, man müsste eigentlich, haben wir vorher gesehen, den Verkehr verzehnfachen, um dann in die Nähe des Grenzwertes zu kommen.
Heißt, wir lösen also bei keinem der betrachteten Anwesen Anspruch auf Lärmschutz aus, weil wir einfach weit weg sind von den Grenzwerten der Verordnung. Die Luftschadstoffberechnung ist ein ähnliches Vorgehen. Da geht es in der 39. Bundesemissionsschutzverordnung drum, und zwar einmal zum Schutz der menschlichen Gesundheit und aber auch zum Schutz der Vegetation und des Ökosystems. Und die relevanten Komponenten der Emissionen sind einmal die Stickoxide, insbesondere Stickstoffdioxid, und auch der Feinstaub. Der Feinstaub ist aufgeteilt in PM10, das sind Partikel kleiner 10 Mikrometer, und dann aber auch noch kleinere Partikel, die also kleiner als 2,5 Mikrometer sind. Das sind diejenigen, die dann tatsächlich in die Lungenbläschen reingehen und Lungenschäden verursachen können. Und diese drei Aspekte schauen wir uns an. Und zwar gehen wir da nicht so vor wie bei der Lärmberechnung, wo wir einzelne Emissionsorte definiert haben, sondern wir überlegen uns einen fiktiven Emissionsort, der 20 Meter vom Fahrbahnrand entfernt ist. Warum 20 Meter? Weil unsere Anbauverbotszone an unseren Bundesstraßen 20 Meter beträgt. Das heißt, näher kann auch ein künftiges Bauwerk nicht an die neue Bundesstraße herangebaut werden, und die bestehenden Wohngebäude sind sowieso noch viel weiter weg. Das heißt, wir sind durch diese fiktive Betrachtung auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Grundlagen, die eingehen, sind Daten vom Landesamt für Umwelt, vom Deutschen Wetterdienst und natürlich unsere Verkehrsprognose. Und dann schaut das Ergebnis so aus. Wir haben drei fiktive Emissionsorte festgelegt, einmal an der neuen Bundesstraße, einmal an der Staatsstraße und einmal an der Burgkirchner Straße, wenn wir auch da wissen wollen, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt sehen Sie eben einmal die NO2-Belastung, und zwar den Jahresmittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter. Der darf, hier unten steht jeweils der Grenzwert, der in der 39. BIMSCHV hinterlegt ist, der darf maximal 40 für die menschliche Gesundheit und maximal 30 fürs Ökosystem sein. Und das sind die Werte, die wir rausgekriegt haben, sind also weit weg vom Grenzwert. Noch plakativer, sage ich mal, ist der Wert, den wir auch einhalten müssen, und zwar geht es da um die Anzahl der Überschreitungen des 1-Stunden-Mittelwerts pro Jahr. Da dürfte man nach Verordnung 18 Mal im Jahr überschreiten. Wir haben jeweils zweimal die Überschreitung, also auch da sind wir weit weg. Und genauso geht es auch bei PM10, also bei den Feinpartikeln, und bei PM2,5, den ganz kleinen Feinstaubpartikeln. Sie sehen den Grenzwert, ich brauche es jetzt nicht im Detail durchgehen, Sie sehen, dass wir jedes Mal sehr weit weg sind vom Grenzwert, das heißt auch da keinerlei Überschreitungen der Grenzwerte, obwohl wir sehr auf der sicheren Seite gerechnet haben. Gut, dann komme ich noch zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen, die wir natürlich auch im Vorentwurf abhandeln müssen. Wir haben 2019 auf Grundlage unserer Trassenverschiebung nochmal neu kartiert. Insbesondere betrachtet man da natürlich die wichtigsten, also die rechtlich wichtigsten Arten. Das ist der sogenannte Anhang 4 der FFH-Richtlinie. Zusätzlich haben wir auch Höhlenbäume untersucht, weil auch die artenschutzrechtlich oft relevant sind für Fledermäuse oder Vögel, die dann in diesen Höhlen brüten. Und da sieht man eben, dass auch da wieder dieses Schwarzspecht-Höhlenzentrum logischerweise kartiert wurde. Und durch die Neutrassierung, das sieht man jetzt hier leicht rot eingeblendet, schaffen wir es eben, dass wir die Eingriffe in dieses bestehende Höhlenzentrum vermeiden können. Ja, die relevanten Arten bei den Amphibien sind einmal die Gelbbauchunke, der Laubfrosch und der Kammmolch. Und man sieht jetzt hier entlang der Trasse, wo die halt überall vorkommen, insbesondere natürlich im Lengtal. Dann bei den Reptilien haben wir natürlich die Zauneidechse, die kommt eigentlich bei uns überall vor, sage ich mal. Und eine ganz Besonderheit im Raum Burghausen ist die Äskulapnatter, ist auch eine artenschutzrechtlich geschützte Art.
die insbesondere in dem Bereich, man kann sich orientieren wieder an der PV-Anlage Gumpersberg, in dem Bereich vorkommt von diesem südexponierten Waldrand. Und da gehen wir halt mit unserer Trasse durch, weil es anders trassierungsmäßig nicht möglich war. Und das, da kommen wir nachher noch drauf, was wir für planerische Auswirkungen dann haben. Ist eh schon die richtige Folie. Sie sehen jetzt hier einen Ausschnitt aus unserem Maßnahmenkonzept. Unsere ökologischen Kompensationsmaßnahmen, die konzentrieren sich genau eigentlich in diesem Bereich. Hier ist diese Talbrücke ins Lengtal runter, hier ist wieder die PV-Anlage, da war das Vorkommen der Äskulapnatter unter anderem. Genau. Und wir versuchen jetzt da in den gelb dargestellten Bereichen Lebensräume für Reptilien und Amphibien zu schaffen. Und Sie sehen jetzt hier auch eine Skizze, wie das dann dargestellt ist, was wir durch die große Talbrücke schaffen, indem wir eben die Durchgängigkeit zwischen den beiden Waldbeständen aufrechterhalten und möglichst mit noch Strukturen verbessern. Und auch Sie sehen die Irritationsschutzwand, damit eben keine Tiere in den Konfliktbereich mit dem Verkehr geraten können. Und bei dieser Brücke, das ist der Feldweg, der dann nach Gumpersberg rauf führt, öffentlicher Feld- und Waldweg, der bekommt natürlich auch ein Brückenbauwerk, also unter der Brücke geht der Feldweg durch. Wir weiten das Bauwerk auf, damit wir neben dem eigentlichen Feldweg noch eine Saumstruktur, Saumvegetation unterbringen, damit insbesondere Reptilien und auch Fledermäuse dieses Bauwerk als Querungshilfe nutzen können, um sicher unter der Bundesstraße durchzukommen. Und dadurch schaffen wir es, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Also so ist zumindest unsere fachliche Meinung. Wir werden sehen, was jetzt die höhere Naturschutzbehörde sagt. Wir haben allerdings diese ganzen Maßnahmen intensiv im Vorfeld schon mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Gut, noch ein paar Worte zu den weiteren Schritten. Wie der Herr Rehm schon gesagt hat, also wir sind jetzt in der Endphase der Erarbeitung der Vorentwurfsunterlagen. Die landschaftspflegerischen Fachbeiträge, die werden jetzt gerade noch erarbeitet und mit uns abgestimmt und werden uns wohl Mitte November dann fertig vorliegen, sodass wir dann auf unsere Träger öffentlicher Belange zugehen können, insbesondere natürlich die Stadt Burghausen als Gebietskörperschaft, genauso wie die Gemeinde Mehring. Da werden wir eben auf Sie zukommen mit der Bitte um Stellungnahme. Genauso wie das Wasserwirtschaftsamt, die haben jetzt schon die Unterlagen bekommen, weil für die einfach die technische Planung wichtig ist, die ist ja schon fertig und die landschaftspflegerischen Fachbeiträge sind da weniger relevant. Des Weiteren müssen wir dann das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bezug auf die forstwirtschaftlichen Belange einbinden. Und die landwirtschaftlichen Belange sind inzwischen angesiedelt an einem Sachgebiet an der Regierung von Oberbayern, genauso wie die höhere Naturschutzbehörde eben ganz ein wichtiger Planungspartner bei uns ist und auch seine Stellungnahme abgeben wird. Wenn wir das Ganze dann beieinander haben, dann werden wir den Vorentwurf eben zur Genehmigung vorlegen, einmal an der Regierung von Oberbayern, bei unserem Fachvorgesetzten Ressort. Die geben auch wiederum eine Stellungnahme zum Vorentwurf ab, leiten das weiter ans Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, die dann auch wiederum ihre Stellungnahme abgeben und das Ganze ans Bundesverkehrsministerium weiterleiten. Und dann wird hoffentlich dann irgendwann der Gesehenvermerk, so heißt es, vom Bundesverkehrsministerium erteilt, in der Regel mit Auflagen, wie es der Herr Rehm vorher auch schon angedeutet hat. Und diese Auflagen werden wir dann im nächsten Planungsschritt abarbeiten und berücksichtigen. Und wenn der Gesehenvermerk da ist, dann wird das Staatsministerium den Vorentwurf schlussendlich genehmigen. Dann ist die Vorentwurfsphase abgeschlossen und es geht in den nächsten Planungsschritt, nämlich die Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen, weiter. Genau, jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich wollte bloß noch kurz sagen, die Präsentation werden wir in Kürze
auch auf unserer Homepage veröffentlichen. Da kann sich dann jeder nochmal durchklicken. Also Sie gehen am besten dann einfach auf unsere Homepage, STBA Traunstein, und dann durchklicken, Straßenbauprojekte, OU Burghausen, und dann finden Sie da den Link. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich lasse vielleicht den Link nochmal weg. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Gibt es Fragen? Also ich glaube, wir brauchen es jetzt nicht zu Tode diskutieren, aber gerne Fragen. Herr Strebel, Herr Kammhuber, Herr Niedermeyer, Herr Schwemmbauer. Frau Wallner, vielen Dank für den Vortrag. Sie haben natürlich als Straßenbauamt, seitdem die Straße im vordringlichen Bedarf ist, den gesetzlichen Auftrag zu planen. Ich kenne die Diskussion seit 30 Jahren. Da hat sich natürlich gesellschaftspolitisch in den Vorstellungen einiges geändert. Ich will es nur kurz anführen: Mobilität verändern, Mobilität reduzieren und den Flächenverbrauch ebenso. Und die neuesten Zahlen, die heute einfach vorliegen, schauen ein bisschen anders aus als die Zahlen, die damals noch, mit denen damals noch Professor Kurzack gearbeitet hat. Für mich, Sie haben den Overfly vorgestellt, draußen beim Stadlerbauern, und deutlich gemacht, dass die Hauptfrequenz zwischen Neuötting und Burghausen des Verkehrs abläuft, sprich, dass also hier auch der Overfly in diese Richtung geht und die Ortsumfahrung eigentlich hier eine untergeordnete Bedeutung hat, weil sonst würden Sie ja nicht diesen Kreisverkehr so gestalten, wie Sie das machen. Ich habe 4 Fragen. Da draußen am Overfly sind nicht nur Autos unterwegs, sondern auch Radfahrer. Wie gehen Sie mit dieser Radwegverbindung, die ja doch eine sehr wichtige auch für die Industriemitarbeiter ist, zwischen Neuötting, Altötting und Burghausen um? Sie haben darauf hingewiesen, und Stefan Mayer als Staatssekretär hat das auch nochmal an die Kreisräte geschrieben. Mich würde wirklich interessieren, dass die vom Landkreis und von der Stadt Burghausen vorfinanzierte Fassung des Vorentwurfs ja nochmal angepasst werden musste. Die Frage ist, der Zeitgewinn, den man sich erhofft hat, ist eigentlich damit in Frage zu stellen, Fragezeichen, von den Kosten mal ganz abgesehen. Sie sind auf den Lärm eingegangen von den Betroffenen der Ortsumgehung. Mich würde interessieren, wie wirkt sich das auf Burghausen aus, also Burgkirchenstraße, Maklerstraße, weil die Burghauser zählen nicht die Autos, sondern wollen eine deutliche Lärmreduzierung. Der frühere Leiter, der Herr Kaiser, hat mal von 10 dB gesprochen im Kreistag, ist aber dann sehr stark zurückgerudert. Hier im Stadtrat gibt es da neuere Zahlen. Sie haben auch die Zahlen nochmal aufgeführt, von denen Sie ausgehen, LKW und Kfz aufgedröselt. Ein Teil des Verkehrs muss ja über die neue Brücke in Burghausen, um nach Österreich zu kommen. Gehen Sie jetzt mit Ihren Zahlen von einer möglichen nicht zu bauenden Brücke in Friedolfing aus, weil nur dann käme ja ein deutlicher Entlastungseffekt für die LKWs mit der Ortsumfahrung Burghausen zustande. Danke. Machen wir vielleicht jetzt die Antworten. Ich bitte halbwegs knapp zu bleiben in der Antwort, weil wir werden jetzt heute nicht die Straße komplett umplanen können, vor allem auch alles, was den weiteren Zeitablauf betrifft. Dass wir jetzt nicht zu weit ausholen, aber bitte einfach diese 4 Fragen also, jetzt. Ich versuche es mal. Also zur Beantwortung der Radlfahrerfrage, da die vielleicht die Technik mal bitten, die Folie 20 nochmal aufzurufen. Also wenn es 20 und dann Return eingeben, müsste es normalerweise da schneller gehen. Also Sie sehen jetzt hier, ja, man kann es nicht gescheit erkennen, leider. Aber wir haben eine durchgehende Radlwegverbindung hier auf der Nordseite des Overflies parallel zur Startstraße mit drin.
Genau, und dann würde ich noch die Frage zum Lärm in der Burgkirchner Straße beantworten. Das wäre die Folie 70, bitte. Also über einen Nummernblock müsste es normalerweise gehen. Genau, haben wir auch berechnet. Ich habe es jetzt bloß eben als Bedarfsfolie dabei, aufgrund der Kürze der Zeit. Sie sehen jetzt hier die ermittelten Lärmwerte einmal im Prognose-Null-Fall, also was würde entstehen, wenn wir nichts bauen, und dann im Prognose-Plan-Fall immer Tag- und Nachtwert mit Ortsumgehung. Und dann haben wir hier die Pegeldifferenz dargestellt, und da sind wir eben leider nicht bei 10 dBA, sondern eigentlich nur bei 1 bis 2 dBA. Das ist nicht viel, wenn wir eben uns nochmal erinnern, dass es ja um eine logarithmische Berechnung geht. Das liegt insbesondere daran, dass halt die Burgkirchner Straße auch sehr, sehr viel Ziel- und Quellverkehr hat. Es ist eigentlich für den Anwohner nicht ein reduzierter Lärm. Es ist nicht wahrnehmbar. Es ist kaum wahrnehmbar, das ist richtig. Man muss vielleicht aber auch das psychologische Moment mit berücksichtigen, weil wir eben sehr viel Schwerverkehr aus der Burgkirchner Straße rausverlagern können auf die Ortsumgehung. Aber rein von der Berechnung her sind es tatsächlich nicht sehr viele dBA. Ja, also wie gesagt, der große Gewinn ist einfach, dass die Masse des Schwerverkehrs aus der Ortsdurchfahrt rauskommt. Und das ist ein ganz erheblicher Gewinn. Lärmtechnisch wirkt es sich natürlich nur vergleichsweise gering aus, da haben Sie recht. Zu den anderen beiden Fragen ganz kurz. Vorentwurf, der vom Landkreis und von der Stadt vorfinanziert wurde. Ja, es ist richtig, es gibt dadurch nur einen sehr beschränkten Zeitgewinn. Das liegt daran, weil der Vorentwurf in der vorgelegten Form nicht weiter verfolgt werden konnte. Es hat im Wesentlichen zwei, drei Gründe. Einen Grund hat die Frau Wallner schon angesprochen, dass sich die straßenplanerischen Richtlinien geändert haben. Die zwei wesentlichen Gründe sind aber vor allem diejenigen, dass mittlerweile eine Kompensationsverordnung erlassen worden ist, die im Hinblick auf Ausgleich, Ersatz neue Spielregeln formuliert hat und die letztendlich auch zu einer Trassenänderung geführt hat. Diese Trassenänderung, die haben wir Ihnen ja vorgestellt. Und ein wesentlicher Punkt natürlich letztendlich war, dass dieser Vorentwurf, gerade was die naturschutzfachlichen Gegebenheiten anbelangt, hat auf den Knackpunkt, nämlich dieses Höhlenspechzentrum, nicht eingegangen ist. Hätte man das abgestimmt vorher mit den Naturschutzbehörden, dann wäre man wohl schon früher drauf kommen, dass in diesem Bereich eine Trassenführung nicht möglich ist. Wir mussten also dort eine Änderung vornehmen. Im Ergebnis ist es so, dass wir den Vorentwurf quasi komplett neu aufsetzen mussten. Zur Friedolfinger Brücke noch einen Punkt. Die Friedolfinger Brücke wird von uns derzeit nicht geplant. Für die Friedolfinger Brücke gibt es keinen Planungsauftrag. Es gibt auch keinen Baulastträger dafür. Dieses Vorhaben ist weder im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen noch in einem Ausbauplan für die Staatsstraßen enthalten. Insofern kann ich jetzt da auch keine Hoffnungen machen, dass so ein Projekt in absehbarer Zeit realisiert wird. Im Übrigen ist es ein sehr, sehr teures Projekt. Okay. Herr Kammhuber. Ja, erstmal vielen Dank für die Darstellung, wie auch hier der Prozess der Planung und der Betrachtung verschiedener Aspekte gemacht wird. Ich denke, es ist schon interessant, einmal das so im Detail zu sehen und zu erleben, was da alles mit berücksichtigt wird. Ich hätte zwei Fragen. Das erste geht schon in Richtung der letztgenannten Punkte von Ihnen, Herr Rehm, und zwar: Wie weit ist eigentlich die Grundlage der jetzigen Planung dauerhaft zu sehen, oder laufen wir Gefahr, dass jetzt irgendwelche zum Beispiel naturschutzrechtlichen Belange sich wieder von den Vorgaben ändern und dann nochmal umgeplant werden muss? Und eine zweite Frage, die schließe ich gleich an, und zwar bezieht sie sich auf den nächsten Bauabschnitt Richtung Süden betrachtet. Ich weiß nicht, ob Sie da was sagen können dazu, nämlich Richtung Pirach.
Wir hatten am Montag im Kreistag eine Präsentation von der Deutschen Bundesbahn, wo es um die Brückenbauwerke ging. Und da hieß es, dass in Pirach ein Bahnübergang vorgesehen ist. Und letztlich hat es dann nicht geklärt werden konnte, ist jetzt dann von der B20-Planung her hier weiterhin eine Unterführung vorgesehen oder hat sich das geändert? Danke. Ja, zu beiden Planungen. Zum einen ist es so, Sie haben die Dauerhaftigkeit unserer jetzigen Planung als erstes angesprochen. Also ich gehe fest davon aus, also wir werden mit dieser Planung aller Voraussicht nach in das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren gehen, wenn nicht ganz was Besonderes passiert. Diese Planung ist von der naturschutzfachlichen Seite her mit allen Fachbehörden abgestimmt, eng abgestimmt, im Konsens abgestimmt. Insofern gehe ich schon davon aus, dass sich hier keine Änderung mehr ergibt. Das ist zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, Ortsumfahrung Pirach und dann der weitere Ausbau nach Hochöster. Wir sind hier in der Planung sogar etwas weiter als wie mit der Ortsumfahrung Burghausen. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres den Vorentwurf der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vorgelegt. Er sieht eine Umfahrung des Ortes Pirach vor und auch eine Unterführung der Bahnlinie. Da bloß kurze Ergänzung zur Unterführung. Also da geht es nicht darum, dass die Unterführung generell irgendwo in Frage gestellt wäre, sondern es geht darum, für die Schwertransporte von Linde einen Weg zu haben. Da gibt es auch eine Möglichkeit durch Burgkirchen, wo gewisse Rohrleitungen anders zu verlegen sind, also aus der Höhe in den Boden zu verlegen sind oder die Höhe anzupassen. Also ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass diese Unterführung Pirach kommt. Herr Niedermayer. Herr Rehm, Frau Wallner, Dankeschön für den Vortrag. Ich muss jetzt aber dennoch einige kritische Punkte anmerken. Die Stadt Burghausen hat ja mit der Resolution 2015 bereits auf die Wichtigkeit dieser Ortsumfahrung hingewiesen, mit dem Zentrum des Bayerischen Chemiedreiecks. Wir haben 350.000 Euro investiert. Es ist am 17.05. ein Zeitungsbericht gekommen, dass das staatliche Bauamt diese leichte Trassenänderung eingeplant hat und jetzt dann voll in die Planung des Vorentwurfs oder die Ausarbeitung des Vorentwurfs gehen kann. Ein halbes Jahr später hat der Innenstaatssekretär Mayer gesagt, er rechne mit einer Vorlage des fertigen Vorentwurfs Ende 2019. Jetzt haben wir wieder eine große Zeit verstrichen. Ich wundere mich, dass das so lange dauert, wenn hier diese Zusagen getroffen werden. Ganz konkret ist mein Vorschlag bzw. meine Anregung, Herr Bürgermeister, dass die Stadt Burghausen und dass Sie auch im Kreistag darauf einwirken, dass wieder von Burghausen und auch vom Kreistag eine Resolution rauskommt. Ich weiß, dass das vielleicht im ersten Schritt nicht wirkt, aber es soll in der Allgemeinen, der Öffentlichkeit und auch bei den zuständigen Stellen bekannt werden, dass wir hier nicht zufrieden sind mit dem zeitlichen Ablauf und diese Umfahrung einfach jetzt fordern. Wir planen seit 1997. Das wäre mir wichtig. Den Vortrag übrigens ist gut ausgearbeitet, damit die Anlieger keine Probleme haben. Den Vortrag sollte man dann auch im Mehring halten, ja, dass auch hier die Öffentlichkeit mal weiß, von was man redet. Weil hier ist ein kategorisches Nein. Und die Öffentlichkeit, nicht nur die Anlieger, sondern alle, die im Mehring wohnen, sollten dann wissen, was tatsächlich hier geplant ist und welche Auswirkungen das hat. Das nur als Anregung. Und dann weiterhin, da bin ich auch fast am Ende. Es gibt das sogenannte Planbeschleunigungsgesetz, von dem hört man einiges, das wird von den Politikern vertreten. Ganz konkrete Frage, das werden Sie heute nicht beantworten können, wie wirkt sich das auf diese Planung in unserem Fall aus? Es gibt hier mehr Punkte, wie zum Beispiel Plangenehmigung statt Planfeststellung als großes Stichwort, Verkürzung der UVP, Stichwort dringliche Projekte als Maßnahmengesetz. Da auch an die Kollegen unserer Fraktion von der CSU entsprechend auf ihre an Herrn Mayer zum Beispiel einzuwirken, ganz klare Frage, wie wirkt sich dieses Gesetz auf unser Vorhaben aus? Das wären meine Punkte gewesen, danke. Ist nicht ganz leicht jetzt zu beantworten von meiner Seite aus. Es steht Ihnen natürlich frei, hier eine Resolution zu machen. Da brauche ich eigentlich nichts weiteres dazu sagen. Was den zeitlichen Ablauf anbelangt, so habe ich glaube ich, vorher deutlich dargestellt, dass was hier der optimale zeitliche Verlauf ist, um zum Bau zu kommen. Diesen zeitlichen Verlauf wird auch
ein Herr MdB Meyer wahrscheinlich nicht groß beeinflussen können, weil er einfach von den Verfahrensabläufen her festgeschrieben ist. Von unserer Seite aus kann ich nur eines sagen, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Sie eine Ortsumfahrung möglichst bald wollen hier. Trotzdem muss ich noch mal darauf hindeuten, dass auch die Kapazitäten eines staatlichen Bauamtes beschränkt sind. Sie sind in der guten Position, muss ich sagen, dass wir Ihr Vorhaben mit allerhöchster Dringlichkeit verfolgen. Es gibt eine Reihe von Ortsumfahrungen im vordringlichen Bedarf, die wir derzeit gar nicht planen. Ich habe erst morgen einen Termin mit dem Herrn MdB Meyer zur Ortsumfahrung Garching, beispielsweise ebenfalls vordringlicher Bedarf, wo der Planungsstand null ist. Es ist einfach so, dass dieses Volumen, das im Bedarfsplan hier abgebildet ist, vom Bauamt komplett nicht bewältigt werden kann mit den personellen und finanziellen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. In Burghausen ist es so, ich wiederhole es nochmal, dass Sie bei uns ohnehin ganz oben auf der Liste stehen. Mit ein paar anderen Projekten auch noch zusammen. Ich möchte vielleicht nur kurz was dazu ergänzen. Herr Niedermayer, Sie haben es selber angesprochen, dass die Planung gerade, weil sie auf Mehringer Gebiet verläuft, relativ kontrovers gerade bei den Mehringern gesehen wird. Kurz zu Ihrem Hinweis, man möge das auch in Mehring vorstellen, da haben wir natürlich auch einen Gemeinderatstermin in Kürze. Und in Bezug aufs Planfeststellungsverfahren kann ich nur darauf hinweisen, gerade diese kontroverse Lage wird es uns nicht einfach machen im Planfeststellungsverfahren und es wird sicher kein Durchgaloppieren sein. Das wollte ich bloß nochmal angemerkt haben. Noch ergänzend, was das Planungsbeschleunigungsgesetz anbelangt, ich bin jetzt nicht ganz, sicher im Bilde, aber soweit mir bekannt ist, sind hier diese Bundesstraßenplanungen nicht beinhaltet, sondern es bezieht sich in erster Linie auf Bahnvorhaben, auf ganz spezielle und auf, ansonsten auch auf ausgewählte Vorhaben. Also wir werden dort mit Sicherheit ein Planfeststellungsverfahren machen, schon alleine deshalb, weil das Verfahren dann gebündelt bei der Regierung von Oberbayern stattfinden kann. Also ein Planfeststellungsverfahren hat Konzentrationswirkung. Das heißt, dass hier also alle Betroffenheiten in einem Verfahren gebündelt werden, während bei der Plangenehmigung alle Genehmigungen einzeln vom Vorhabensträger vorab einzuholen sind. Das dauert wesentlich länger. Oder in diesem Fall gehe ich zumindest davon aus, weil die Sachlage, wie wir es ja hier dargestellt haben, doch sehr schwierig ist, also insbesondere was den Naturschutz anbelangt. Insofern gehe ich fest davon aus, dass wir hier ein Planfeststellungsverfahren haben werden. Herr Schwemmbauer, bitte, und dann Herr Harrer. Zwei kurze Fragen, bitte. Die erste, wenn Sie in diesem Ausmaß überlastet sind, haben Sie da eine Überlastungsanzeige an Ihre übergeordneten Stellen geschickt, um das irgendwie abbauen zu können? Und zweite Frage, die Sonderanforderungen durch das Chemiedreieck hier, in welchem Umfang sind da Sonderanforderungen an Sie herangetragen worden und sind diese berücksichtigt worden, ja oder nein? Also Sonderanforderungen kenne ich nicht. Wie gesagt, ich habe am Anfang dargestellt, unsere Grundlage ist der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Da sind Sie in der höchsten Dringlichkeit drinnen. Mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen. Was war der erste? Ob Sie mir Personal beantragt haben. Das trifft, es ist so, natürlich sind wir in regen Austausch mit unserem Ministerium. Unser Ministerium kennt auch unsere Leistungsfähigkeit. Und es ist einfach so, dass dieser Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, wo ich ja die Projekte aufgezeigt habe, sicherlich den Bedarf abbildet. Er muss aber natürlich umgesetzt werden von den zuständigen Behörden. Und da geht es dem staatlichen Bauamt Traunstein nicht nur alleine so, das sind auch andere Ämter, weil ich nenne jetzt beispielsweise Weilheim, Freising etc. in einer ähnlichen Situation, dass dieser Bedarfsplan aufgrund seiner Fülle nicht können nicht alle Projekte parallel abgearbeitet werden. Das ist so. Herr Harrer, zum Abschluss. Das Ministerium weiß das auch. Die erste Frage ist, die erste Planung, wir haben es gehört, die hat 1997 begonnen.
Ja, gibt es bei den Planungen, die der Landkreis und die Stadt in Auftrag gegeben hat, schon irgendwie, hat es da irgendwie schon Kostenschätzungen gegeben? Und wie sind diese mit dieser Tiefe der Planung, wie weit sind die gestiegen? Zweitens, gibt es bei euch im Bauamt Mitarbeiter, die ein Projekt von Anfang bis Ende begleiten? Weil ich glaube, das kann ein normales Arbeitsleben gar nicht leisten, wenn man mit 25 zum Beginn als Ingenieur, dass man bis 65 da irgendwie ein Bauprojekt in dieser Größenordnung fertigstellt. Also vielleicht erstens zu den Kosten. Im Bedarfsplan sind ja hier Kosten drin von 21,7 Millionen Euro. Wir machen derzeit eine Kostenberechnung. Diese Kostenberechnung ist noch nicht abgeschlossen, deswegen werde ich auch heute hier keine Zahlen nennen. Eins kann ich aber auf jeden Fall sagen, dass diese Kosten deutlich überschritten werden. Das ist von alleine dadurch begründet, dass der Kostenstand hier aus dem Jahr 2014 meine ich, ist und mittlerweile 6 Jahre vergangen sind und vor allem im Baubereich, insbesondere im Brückenbau, die Kosten extrem angestiegen sind. Ja, das ist der eine Punkt. Bauingenieurlieben, also es ist so, dass auch wir in der Staatsbauverwaltung natürlich eine Fluktuation haben und es tatsächlich so ist, dass diese Projekte von mehreren Leuten im Laufe ihres Planungslebens betreut werden. Wobei wir am staatlichen Bauamt Traunstein, da bin ich ja sehr dankbar dafür, in der komfortablen Situation sind, dass ich eine sehr stabile Abteilungsleiterriege habe, wo ich hoffe, dass sie mir noch lange erhalten bleibt. Also behandeln Sie Ihre Mitarbeiter gut. Die Frau Kapsel, nur eine kleine Frage, dann glaube ich, schließen wir es ab. Frage hätte ich ja eine. Frau Kapsner, dann kurze Englisch, aber dann. Mich würde interessieren, bitte, in Bezug auf den Lärmschutz, jetzt im Falle dieser Ortsumfahrung, diese 12 Wohnanwesen, von denen Sie erzählt haben, inwiefern wird da der Lärmbelastungsdauer Rechnung getragen? Weil ob jetzt ein Auto an meinem Haus vorbeifährt pro Tag oder 1000 Autos, ist ja ein Unterschied. Also selbst wenn die Lärmbelastung bei 1000 Autos geringfügig höher ist, aber die Dauer ist ja erheblich mehr. Da kann ich jetzt kurz darauf antworten. Also bei der Lärmberechnung ist es so, dass man immer einen Durchschnittswert der Tagesbelastung hernimmt, weil Belastungsspitzen, die werden von den Richtlinien so nicht vorgesehen. Also wenn jetzt da irgendwie zum Beispiel ein Motorradfahrer mal richtig Gas gibt oder so, sowas können wir nicht berücksichtigen, sondern man macht eine Durchschnittsbewertung. Aber ich meine nur, also wenn ich jetzt das Verkehrsaufkommen betrachte und dann ich berechne, dass da so und so viele Autos am Tag vorbeifahren, kann das dann nicht auch ein Grund sein, um einen Lärmschutz anzubringen für diese Wohnanwesen, weil sonst eine Tagesbelastung von, also dauerhaften, erhöhten Lärm ist für die Anwohner? Das ist ganz klar geregelt in der 16. Bundesemissionsschutzverordnung durch die Grenzwerte. Und mit diesen Grenzwerten mutet der Gesetzgeber jedem Bürger, jedem von uns, ein gewisses Maß an Lärmbelastung zu. Und nur wenn wir diese Grenzwerte in der Berechnung reißen, dann sind wir verpflichtet, Lärmschutzmaßnahmen anzuordnen, um diese Grenzwerte einhalten zu können. Wenn wir sie nicht reißen, haben wir keine gesetzliche Grundlage und Veranlassung, Lärmschutz über das gesetzliche Maß hinaus anzubringen. Das ist ganz klar. Herr Englisch. Ja, da werden Sie noch 8 bis 10 Jahre warten müssen, bis diese Ortsumgehung wahrscheinlich zu befahren ist. Eine ganz konkrete Frage zur jetzigen B20 Burgkirchner Straße. Im nächsten Jahr soll ja anscheinend der Fahrbahnbelag erneuert werden im zweiten Teil.
Gibt es hier konkrete Maßnahmen, um hier den Lärm zu reduzieren für die jetzigen Anwohner an der Burgkirchner Straße, sei es durch die Fahrbahnbeschaffenheit, oder gibt es auch Möglichkeiten aufgrund auch der hohen Nachtbelastung, dass man hier vielleicht sogar, was natürlich sehr schwierig ist, eine Temporeduzierung in den Nachtstunden in Betracht ziehen kann oder durchsetzen kann? Also zunächst, es ist tatsächlich so, dass wir dort vorhaben, auch einen Deckenbau zu machen. Der Deckenbau wird bei uns grundsätzlich mit lärmarmen Belägen gemacht. Allerdings muss man auch wissen, dass diese lärmarme Wirkung eigentlich erst richtig wirkt ab einer Geschwindigkeit von 50 bzw. 60 Kilometer pro Stunde. Das heißt also, in der Ortsdurchfahrt wird der gar nicht, kommt die lärmmindernde Wirkung dieses Belages gar nicht richtig zur Geltung. Das ist einmal das eine. Über dieses Vorhaben wird im Übrigen in Kürze ein weiteres Abstimmungsgespräch mit der Stadt Burghausen und mit den anderen Trägern öffentlicher Belange stattfinden. Temporeduzierung kann ich letztendlich gar nicht sagen. Wir sind ja eine Baubehörde, wir sind keine Verkehrsbehörde. Hierfür ist die untere Verkehrsbehörde zuständig am jeweiligen Landratsamt. Dann vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, vielen Dank fürs Interesse. Ja, ich hoffe, es geht jetzt einfach zügig weiter und ich denke, wir bleiben im Kontakt. Wir bleiben in Kontakt und ich darf mich auch herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf der Besprechung. Dankeschön. Wiederschauen. So. Für Gott. Wiederschauen. Dann geht es weiter mit der Stadtratssitzung. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, bitte ich Sie, sich zu erheben für ein Totengedenken. Und zwar Totengedenken für Herrn Adolf Anslinger, Mitarbeiter der Stadt Burghausen, der am 4. Oktober nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Herr Anslinger war seit 1. August 2005 in der Gärtnerei beschäftigt. Wir waren gestern auf der Beerdigung. Ich denke, er ist Ihnen vielleicht auch bekannt als Helfer beim SV Wacker, bei dem Burgfest, beim Zirkuscamp, immer wenn es irgendwas zu tun gab, war er, glaube ich, da und ist jetzt nach schwerer Krankheit eben leider zu früh verstorben. Die Stadt Burghausen wird Herrn Adolf Anslinger stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Vielen Dank. Zur Niederschrift der letzten Sitzung. Es liegt Ihnen vor die Stellungnahme der Frau Dr. Schwab, die wir jetzt auch begrüßen, dass eben ein Punkt noch weiter auszuführen ist. Spricht was dagegen, es so aufzunehmen? Gibt es sonst noch Anmerkungen zur Niederschrift? Nein, dann ergänzen wir das so. Dankeschön. Frau Dr. Schwab ist jetzt da. Frau Mittermeier lässt sich entschuldigen. Ansonsten sind wir vollzählig. Gibt es Fragen zur Tagesordnung? Nein. Dann kommen wir zu einem freudigen, aber gleichzeitig natürlich traurigen Ereignis. Das Freudige ist, dass ich Herrn Frank Kockert als Stadtratsmitglied vereidigen darf. Das Traurige daran sind natürlich die Umstände, dass er aufgrund des Todes von Gerhard Hübner in den Stadtrat nachrückt.
Herr Frank Kokott ist nächster Listennachfolger und somit Nachrücker in den Stadtrat der Stadt Burghausen. Herr Frank Kokott hat mitgeteilt, dass er das Stadtratsmandat annehmen wird. Ich darf vor der Vereidigung noch auf Folgendes hinweisen. Als ehrenamtliches Stadtratsmitglied haben Sie die Ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und amtliche Angelegenheiten während der Ausübung und nach Beendigung des Ehrenamtes geheim zu halten, sofern die Verschwiegenheit durch Gesetz vorgeschrieben, nach der Natur der Sache erforderlich oder den Stadtrat oder einen Ausschuss des Stadtrates beschlossen ist. Sie sind ferner verpflichtet, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Freistaates Bayern, die Bayerische Gemeindeordnung und alle übrigen bestehenden und noch ergehenden Gesetze und Verordnungen sowie die Geschäftsordnung für den Stadtrat Burghausen als Grundlage Ihres Handelns zu machen. Sie haben die Rechte und Pflichten der Selbstverwaltung zu wahren und zu erfüllen, sachlich, unparteiisch und gerecht dem Wohle der Gesamtbevölkerung zu dienen, wobei Sie sich stets den Gedanken vor Augen zu halten haben, dass nach dem Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung alle Menschen gleich sind und nach Artikel 15 der Bayerischen Gemeindeordnung alle Gemeindeangehörigen die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinde haben. Nach diesem Hinweis würde ich jetzt zur Vereidigung schreiten. Dazu stehen wir auf. Den Eid jetzt vorlesen. Sie sprechen mir nach mit erhobener rechter Hand. Ich schwöre treu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, dem Grundgesetz und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen. So wahr mir Gott helfe. Herzlichen Dank, alles Gute. Also herzlich willkommen, alles Gute. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2.2, die Neubesetzung der Ausschüsse. Ebenfalls sind anlässlich des Ablebens von Herrn Gerd Hübner auf Grundlage des Vorschlags der CSU-Fraktion der Hauptausschuss, der Werkausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss und der Ferienausschuss neu zu besetzen. Es liegt Ihnen vor, das heißt, Herr Stadtrat Frank Kokott wird mit sofortiger Wirkung anstelle von Herrn zweiten Bürgermeister Norbert Stranzinger für den Hauptausschuss als ordentliches Mitglied bestellt. Herr zweiter Bürgermeister Norbert Stranzinger wird mit sofortiger Wirkung im Hauptausschuss die dritte Stellvertretung für die Mitglieder der CSU-Fraktion übernehmen. Herr zweiter Bürgermeister Norbert Stranzinger wird mit sofortiger Wirkung für den Werkausschuss als ordentliches Mitglied bestellt. Und für den Werkausschuss wird die Stellvertretung für die Mitglieder der CSU-Fraktion mit sofortiger Wirkung wie folgt festgesetzt: Herr Stadtrat Donner, Herr Stadtrat Braun, Herr Stadtrat Kokott. Für den Rechnungsprüfungsausschuss wird die Stellvertretung für die Mitglieder der CSU-Fraktion mit sofortiger Wirkung wie folgt festgesetzt: Herr Stadtrat Kokott, Herr Stadtrat Donner, Herr zweiter Bürgermeister Stranzinger. Für den Ferienausschuss wird die Stellvertretung für die Mitglieder der CSU-Fraktion mit sofortiger Wirkung wie folgt festgesetzt: Herr Stadtrat Donner, Frau Stadträtin Brotschelm, Herr Stadtrat Kokott. Und als Stadtrat
haben Sie, haben wir, die aus den Beschlüssen, aus diesen Ziffern, jetzt 1 bis 6, was ich vorgelesen habe, resultierenden Änderungen der Anlage 3 zur Geschäftsordnung zu billigen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Nein, dann einstimmig so beschlossen. Danke. Ebenfalls neu zu regeln ist die Bestellung eines Seniorenreferenten, die Neubestellung des Seniorenreferenten. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 2.3. Auch da infolge des Ablebens von Herrn Gerhard Hübner ist das Amt des Seniorenreferenten neu zu besetzen. Darüber hat der Stadtrat zu bestimmen. Die CSU-Fraktion schlägt vor, Herrn Stadtrat Heinz Donner zum Seniorenreferenten zu bestellen. Folgender Beschlussvorschlag: Herr Stadtrat Heinz Donner wird zum Seniorenreferenten bestellt. Der Stadtrat billigt die aus dem Beschluss resultierenden Änderungen der Anlage 4 zur Geschäftsordnung. Gibt es dazu Stellungnahmen, Meldungen? Gibt es Gegenstimmen? Nein, dann auch einstimmig so beschlossen. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für das Vertrauen. Ich kann zwar unseren Gerhard Hübner nicht ersetzen und die Fußstapfen, die er hinterlassen hat, sind wahrlich sehr groß. Ich freue mich allerdings auf die mir übertragene Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den einzelnen Referaten, mit der Verwaltung und natürlich mit den Bürgermeistern. Vielen Dank. Wir kommen zu drittens Finanzangelegenheiten. Es ist noch über die Jahresrechnung 2019 zu beschließen, nachdem wir das letzte Mal die Feststellung des Rechnungsprüfungsausschusses behandelt haben. Somit ist folgender Beschluss zu fassen: Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2019 der Stadt Burghausen im Verwaltungshaushalt nach Zuführung zum Vermögenshaushalt von 3.159.332,53 Euro in Einnahmen und Ausgaben mit 77.802.562,19 Euro und im Vermögenshaushalt nach Entnahme aus der Rücklage von 9,2 Millionen und Zuführung des Überschusses an die Rücklage in Höhe von 12.683.631,02 Euro in Einnahmen und Ausgaben mit 33.692.466,62 Euro fest. Gesamt sind das 111.495.028,81. Auch noch festzustellen sind die Kanzelmüller-Seminarfonds-Stiftung und die Johannes-Hess-Stiftung mit in der Summe 11,58 Euro und 14,40 Euro. Zur Jahresrechnung der Stadt Burghausen für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß Artikel 102 Absatz 3 Geschäftsordnung die Entlastung erteilt. Gibt es hierzu Anmerkungen, Gegenstimmen? Nein, dann einstimmig so beschlossen. Dankeschön. 3.2. Wir kommen zum Nachtragshaushalt. Ich denke, wir gehen jetzt einfach in Seitenblöcken durch. Ein paar Vorbemerkungen. Wie Sie der Zusammenfassung entnehmen können, ist richtigerweise der Haushalt aufgestellt ohne die zu erwartende Zuweisung aus den insgesamt 2,4 Milliarden Euro, die bereitgestellt wurden von Bund und Land für den Ausfall der Gewerbesteuereinnahmen. Diese Zuweisung, mit der wir rechnen, liegt zwischen 20 und 35 Millionen. Diese 20 bis 35 Millionen als zusätzliche Einnahme sind nicht enthalten. Wir werden am 15. Dezember diese Auszahlung bekommen. Dann weiß man auch die genaue Höhe. Die wird, denke ich, mit dem Bescheid etwas früher feststehen, aber nicht wesentlich früher. Also der wesentliche Punkt, das ist nicht mit drin. Da wir bewusst es sorgfältig und vorsichtig aufstellen wollten und jetzt nicht damit irgendein Ergebnis
verwässern, sondern das darstellen, was rauskommt, wenn man das nicht bekommen hätte. Der Verwaltungshaushalt liegt vor dem Nachtrag bei 75,5 Millionen, der Nachtrag bei 1,7 Millionen, sodass wir dann insgesamt bei 77,2 sind. Der Vermögenshaushalt liegt bei 25,5, der Nachtrag bei 23, sodass wir in der Summe bei 48,5 sind. Wesentliches zum Verwaltungshaushalt: Der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt hat 38,5 Millionen Euro betragen. Er ist neu angesetzt mit 24 Millionen. Von diesen 24 Millionen sind 18,3 Millionen in etwa eingegangen. Also 24 Millionen ist der derzeitige Stand der Bescheide. Der tatsächliche Eingang, weil eine Vorauszahlung noch fehlt, liegt bei 18,3. Also Gewerbesteuereinnahmen minus 14,5 Millionen. Die Kreisumlage, hat sich ja der Prozentsatz geändert. Am 9.4. wurde er von 48,2% auf 51% angehoben. Somit ist die Kreisumlage neu bei knapp 38 Millionen, also 37 994.000. Auch das ist eben einfach aufgrund dieser geänderten Rechnungsgröße so zu berücksichtigen gewesen. Ja, dann glaube ich, gehen wir, denke ich, in die einzelnen Seiten rein. Gibt es zu den Seiten in den Einnahmen 7 bis 11, nehmen wir die Einnahmen gleich zusammen, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Herr Harrer, bitte. Seite 11, Haushaltsstelle 9.0612, der Beteiligung am Einkommensteuersatz. Es war uns nicht klar, was das bedeutet. Es ist einfach der Herr Kokott-Alt war nicht da. Herr Kokott, also beide Herrn Kokott beobachten, gespannt, was ich antworte. Es ist einfach einer dieser Steueranteile, die über Bescheid kommen und gemäß der derzeitigen Hochrechnung aus dem Bescheid so ermittelt sind. Frau Hauser, was gibt es zu ergänzen? Nix. Ja, danke. Was gibt es noch an Fragen? Dann gehen wir weiter zu den Ausgaben. Nehmen wir einfach Seite 12 bis 14. Herr Stranzinger, Frau Graf. Ja, Herr Bürgermeister. An der Seite 13, die Haushaltsstelle 2111, das ist jetzt nur ein Beispiel für viele. Ich melde mich jetzt bloß einmal, weil sonst kann man über das Gleiche sagen. Wir haben ja seit Jahren immer dieses Thema bei Strom, bei Reinigungskräften, bei Heizungen und so, diese fixen Kosten, die man ja weiß, die ändern sich ja kaum. Und wir haben auch die letzten Jahre, das weiß ich jetzt seit 15 Jahren, dass wir den Haushaltsansatz immer zu gering haben. Und das finde ich, müssen wir jetzt wirklich einmal, jetzt ist eine neue Ära, wir müssen mal die Klarheit da mal ein bisschen auch so im ordentlichen Haushalt schon mal berücksichtigen. Wenn ich da einen Haushalt habe von 6.000 Euro in dem Beispiel und dann habe ich 26.000, das habe ich vorher vielleicht auch schon gewusst. Das ist nur ein einziges Beispiel für die gleichen Dinge mehr. Da müssen wir im Haushalt wirklich nochmal drauf Obacht geben, dass wir da die passenden Zahlen einfügen und nicht so, ja, dann werden wir es im Haushalt Nachtrag schon berücksichtigen. Da habe ich die ganz große Bitte, werden wir im Haushalt dann auch dementsprechend nochmal anschauen. Danke. Okay, Frau Graf, bitte. Ja, die Haushaltsstelle 0202. Vielleicht die Seite dazu dann. Seite 12, ja. Geschäftsstelle 0202, Öffentlichkeitsarbeit. Ich wollte nachfragen, was kostet ein Livestream? Also der Livestream. Kann man ermitteln, wie viel das überhaupt gesehen wird und ob man das dann weiterführen soll, wenn es
so teuer ist. Also der Livestream hatten wir einmal bei der konstituierenden Sitzung und lagen in etwa bei 2000 Euro. Danach haben wir auch aus Kostengründen auf den Livestream verzichtet und auf die spätere zur Verfügungstellung der Aufzeichnung umgeschwenkt. Das kostet ungefähr 900 Euro je Sitzung. Man kann nachverfolgen, wie oft das Video angeklickt wird. Ob dann jemand die ganze Zeit dabei bleibt und uns wirklich da in aller Länge anschaut oder kürzer wieder aussteigt oder da hinspult, was ihn interessiert, glaube ich, kann man jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt im Kopf, um die 150 müssten wir erreichen. Und hatten eben deswegen gesagt, auf den Livestream zu verzichten. Einmal, weil es günstiger ist und zum Zweiten, weil unsere Überlegung war, vielleicht haben die Leute abends mehr Zeit, als wir jetzt unbedingt Mittwochnachmittags. Aber es ist eine der Folgen der Mehrkosten. Gibt es weitere Anmerkungen zu diesen Seiten bis 14? Sonst will ich weitermachen. Herr Schacherbauer, Entschuldigung. Ja, Herr Bürgermeister, ich möchte an das anschließen, was der Herr Stranzinger ausgeführt hat und möchte mich eben auch jetzt an der Stelle gleich einhaken. Aber das Ganze wiederholt sich natürlich an vielen Haushaltsstellen. In Summe macht es einen Betrag in einer Größenordnung von 150.000 Euro aus, wo dann im Haushalt lapidar die Begründung oder im Nachtrag angeführt wird, Ansatz zu gering. Die Kostensteigerungen liegen beim zum Teil bis zu 400%. Und da muss ich schon sagen, was machen wir denn für Planung? Und da bin ich auch bei Ihnen. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, wir müssen bei den künftigen Haushaltsplanungen halt einfach auch realistische Werte ansetzen und nicht einfach sagen, jetzt schreiben wir Zahl X rein und den Rest machen wir im Nachtragshaushalt. Das ist keine seriöse Planung, sondern da müssen wir uns tatsächlich an die Werte halten, die wir auch wissen und die müssen wir halt dann auch im Vorfeld in die Planung einstellen. Ansonsten gibt es, glaube ich, dazu nicht mehr zu sagen. Danke. Also seriös haben wir schon immer geplant. Es ist ja auch, glaube ich, meistens immer einstimmig verabschiedet, diese Planung. Und dieser Haushalt als Ganzes, sehr wohl nehmen wir den Hinweis auf, dass man bei manchen Werten einfach diesen Ansatz für die Zukunft besser belegen sollte, den man dann wählt, insbesondere wenn es ein reduzierter Ansatz ist. Seite 15. Zu dem Punkt Reinigung Hans-Stettheimer Schule im ganz Konkreten. Wir hatten damals noch mehr städtische Mitarbeiterinnen, die dann teilweise aufgehört haben oder durch längere Krankheit ausgefallen sind, sodass wir Fremdleistungen einkaufen mussten. Seite 15 bis 18. Frau Seemann. Seite 15, 4640. 7008, diese Zuschüsse für laufende Zwecke, Personalkostenzuschüsse, speziell jetzt kinderbezogene Förderung, wie ist denn das zu erklären, diese starke Erhöhung von 675.000, Seite 15? Also es ist gemeinsam zu betrachten, die Seite 15 mit der Seite 9, um da, glaube ich, das richtige Bild zu bekommen. Also es geht darum, was gemäß diesem Kinderbetreuungsgesetz oder wie es heißt, zu zahlen ist für die Kindergärten und richtet sich dann eben an der Belegung und der Personalausstattung. Diesen 675.000 Euro höheren Ausgaben stehen 900.000 Euro höhere Einnahmen, siehe Seite 9 gegenüber. Wenn man von den 900.000 den Sondereffekt Corona, das war für diese drei Monate, wo es eine Sonderregelung gab, von 170 abzieht, dann gleicht es sich in etwa aus. Also es ist mehr, also es geht um die Kinderbetreuung, es ist die gesetzliche Verpflichtung und es sind mehr Ausgaben und mehr Einnahmen, die sich mehr oder weniger die Waage halten. Die Position darunter auf der Seite 15, die 7180 bei dieser Haushaltsstelle 4640, sind diese Kinderkrippen- und Kindergartengebühren eben bis 31.08. ab 1.09. eben diese Neuregelung, wo natürlich geringfügig etwas kommen kann. Wir haben auch da Förderung ja beschlossen, aber eben deutlich geringer. Herr Niedermeyer. Seite 15, mir ist da generell nur aufgefallen, die Ausgaben für die Jugendförderung, Bereich Jutz,
natürlich, Zirkus Camp fällt aus, ist klar. Aber eigentlich sollten da höhere Zahlen drinstehen, also mehr Ausgaben für die Jugendlichen in dem Bereich von 14, 16, 17, 18, 20 Jahren. Es ist schwierig, Corona. Aber mich verwundert es sehr, dass wir sogar da Einsparungen haben, wo wir eigentlich mehr ausgeben müssten. Also da ist wirklich das Corona geschuldet, dass einfach da Veranstaltungen ausgefallen sind. Machen wir weiter auf Seite 18, 19, 20. Herr Strebel, bitte. Auf Seite 19, Herr Bürgermeister, im Stadtsaal und Fuhrpark 7621 und Bauhof 7711. Es geht um die Heizung, der gleiche Tenor wie meine Vorredner, mit der Bitte, dass, wenn dieses Jahr abgeschlossen ist von der Liegenschaftsverwaltung, wir mal da eine Vorstellung bekommen. Wir haben eine digitale Erfassung mit Gradtagsbereinigung und so weiter, wie sich diese Heizungskosten, diese laufenden Gebäudeunterhaltskosten entwickeln. Es wäre schön, wenn wir das vielleicht im nächsten Quartal, im ersten Quartal 2021 mal vorgestellt bekommen. Danke. Sehr gern. Also ergänzt bei der 7711 beim Bauhof, bei diesem Anstieg der Heizungskosten, da geht es wirklich vor allem um Nachzahlungen aus Vorjahren, wo noch was gekommen ist, also nicht jetzt rein ein höherer Verbrauch. Gibt es weitere Fragen? Dann haben wir nur die Seite 21. Herr Stranzinger, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, unter der 8321 Kreisumlage, das ist jetzt natürlich vom Stadtrat schwierig zu beschließen, weil wir das nicht machen, sind wir das falsche Gremium. Aber wenn man natürlich jetzt schaut, Sie haben das erst ausgeführt, mit der erwarteten Summe, die wir hoffentlich auch irgendwann bekommen, sage ich mal, ich rechne jetzt vorsichtig mit 25 Millionen, muss man auch wissen, dass da die Hälfte Richtung Altötting abwandert, kann man auch nicht ändern, aber was man vielleicht nur massiv aus Burghausen stützen kann, wir haben ja doch sehr viele Kreisräte amtierende im Kreistag sitzen, dass man sich da wirklich auch nochmal von unserer Seite her, ich bin mir sicher, dass das gemacht wird, aber nochmal massiv ausspricht, weil 51% sind jetzt schon deutlich zu hoch meines Erachtens und dass man da wirklich nochmal ganz massiv auch mit dem Herrn Landrat und dem Gremium diskutiert, dass das maximal da bleibt, eher runtergeht. Aber ich befürchte, dass wir da herkommen und das bringt uns halt bei uns auch nicht direkt weiter. Also der Appell an alle im Kreisrat Vertretenen, zu schauen, dass sich die Kreisumlage eben wirklich nicht weiter erhöht. Es ist klar, bei allen Zuwendungen, die wir bekommen, profitiert anteilig der Landkreis mit. Und diese Kosten da im Blick zu haben, ist klar unser Ansinnen. Also niemanden zur Kenntnis. Herr Angstl und Herr Schwembauer. Bitte? Ich hätte auch direkt was. Okay, dann beide dazu einfach. Ja. Der Herr zweite Bürgermeister hat da sicher recht, dass das für die Stadt Burghausen ein großes Problem darstellt, schon weil natürlich die Summen sehr viel höher sind als bei kleineren Gemeinden. Wenn man aber die momentane Planung anschaut, die jetzt auch im Kreistag ja besprochen worden ist und die Abgabe, die der Landkreis wiederum an den Bezirk richtet, dann wird die Prognose leider eher in die andere Richtung gehen. Der Herr Landrat hat es auch schon so angedeutet, dass er bei der Verwirklichung der Vorhaben dann Schwierigkeiten sieht, die 51 zu halten. Herr Schwembauer, bitte. Das war beinahe die erste AfD-grüne Koalition in dem Punkt. Übertreiben wir es nicht. Vorgestern war die AfD die einzige Partei, die wirklich versucht hat, ein bisschen auf die Ausgabenbremse zu drücken. Wir sind in einer Art und Weise von der CSU niedergemacht worden, die ihresgleichen sucht. Vielleicht könnte Herr Stranzinger bei seinen eigenen Parteikollegen mal ein bisschen in diese Richtung wirken. Das wäre vielleicht auch sehr erfolgreich. Dankeschön. Zur Kreisumlage. Der Prozentsatz mit den 51% wird uns im nächsten Jahr eine Kreisumlage, die zu leisten ist, auf Basis des Jahres 2019, wenn wir bei den 51% bleiben, von 24,2 Millionen müssen wir zahlen.
Für die Folgejahre ist eben die Ausgabe dann, die im Jahr 2022 zu zahlen ist, abhängig vom Aufkommen 2020, gerechnet auf der jetzigen Basis, wie sie im Nachtrag dann hoffentlich von Ihnen verabschiedet wird, von den 24 Millionen, wären dies knapp 19,5 Millionen, die zu leisten sind. Bei allem, was da dazukommt an jetzt staatlichem Ausgleich, können es dann auch 30 Millionen werden, je nachdem eben, wie hoch der staatliche Ausgleich ausfällt. Also der Landkreis kann sich im Jahr 2022 nochmal über viel Geld aus Burghausen freuen, das eben dann nochmal unseren Haushalt belasten wird. Für die kommenden Jahre wird man irgendwo, denke ich, deutlich unter 20 Millionen liegen, wenn man leider davon ausgehen muss, dass die Gewerbesteuereinnahmen dann 21 als Basis für die Umlage 23 deutlich geringer sind. Das jetzt Ganze nur mehr gerechnet bei 51%, 24 Millionen im Jahr 21, im Jahr 22 zwischen 19,5 und irgendwas um die 30. Ich würde weitergehen zum Vermögenshaushalt. Auf die Seiten gehen wir gleich 23 bis 27, was die Einnahmen betrifft, gibt es dazu Anmerkungen. Dann darf ich aufmerksam machen auf eine Einnahme. Das ist dieses auf der Seite 25, der Darlehensrückfluss von 1.596.000 neuer Ansatz, der bitte in Verbindung zu sehen ist mit der Ausgabe auf der Seite 31 für das Wacker-Stadion. Also da sind nicht nur die Ausgaben zu betrachten, sondern eben auch diese Einnahme, die buchungstechnisch dafür notwendig ist, sodass es jetzt, wie am 22.04. vom Stadtrat beschlossen wurde, das Wacker-Stadion wieder im Eigentum der Stadt ist. Wir gehen zu den Ausgaben, beginnend auf der Seite 28 und schauen vielleicht 28 bis 30 zuerst an. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Herr Angstl, bitte. Auf der Seite 30 unten beim Sportkindergarten 94,50, da ist schon die Kostenmehrung, die hier für Planungskosten und die Außen- und Innenausbau angezeigt ist, von etwa 100%, glaube ich, auch in der Höhe schon sehr bemerkenswert. Ich möchte ausdrücklich dazu sagen, ich war da bei der Eröffnung dort und das ist ein sehr schöner Kindergarten, aber ich finde, dass in Zukunft bei solchen Vorhaben, auch wenn es zum Beispiel jetzt um die Kameraschule geht, um die zusätzlichen Erweiterungen, dass man da schon dringend auch schon anfangend bei den Planungskosten auf mögliche Zusatzkosten schauen sollte, weil das ist, glaube ich, bei ungefähr 2,5 oder 3 Millionen Baukosten ein erheblicher Anteil. Also die gesamten Baukosten für den Sportkindergarten liegen bei knapp 5 Millionen. Und jetzt inklusive dann auch dieses Nachtrags jetzt von 500 auf 970.000, was jetzt in dem Haushalt zu berücksichtigen ist. Wir werden mit Sicherheit ein Augenmerk darauf legen, gerade bei diesen Bauprojekten die Kosten genau im Blick zu haben und da auch bei Kostenmehrung entsprechend frühzeitig zu berichten, um dann gegebenenfalls entscheiden zu können. Da liegt jetzt das in der Vergangenheit bei manchem einfach am Bauverlauf und in dem Fall jetzt hier an gestiegenen Nebenkosten und auch um Kosten für Dinge, die sich dann im Zuge des Bauverlaufs dazu ergeben haben, was jetzt beispielsweise Einbauschränke oder sonstiges betroffen hat. Aber das ist ein Punkt, den wir sicherlich so aufnehmen. Herr Stranzinger, bitte. Herr Bürgermeister, ich habe noch eine Frage. Wahrscheinlich werden wir das an die Verwaltung dann zurückspulen müssen. Mich würde mal interessieren, bei wie viel Prozent Mehrung ein Stadtratsbeschluss braucht wird. Ich hänge mich da jetzt nicht auch bei dem Thema da auf, weil das ist ja jetzt passiert, aber dass man in der Zukunft schaut, ab wie viel Prozent muss der Stadtrat informiert werden, weil wir haben ja einige Beispiele da, wo das natürlich sehr vorbildlich war, wo ein Stadtratsbeschluss da war, wo wir darüber geredet haben, da gibt es ja keine Diskussion, weil da brauchst du ja nichts mehr nachfragen, hast du das eh schon diskutiert, aber
da war es halt jetzt nicht, ist jetzt passiert, ist ja egal, aber wir sollten in Zukunft schauen, um die Zahl würde mich interessieren, wir haben es gestern auch diskutiert und keiner hat jetzt so genau gewusst, vielleicht gibt es da auch nichts, vielleicht müsste man das auch irgendwo mal nochmal aufnehmen, abwürfe, dass man wirklich dann den Stadtrat informiert, weil dann haben wir da eine saubere Kasse. Also ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass es eine vorgeschriebene Größe gibt. Das ist jetzt aber eine Vermutung. Ich glaube, es muss ja immer auch eine Kombination aus absoluter Höhe und Prozentsatz sein. Also niemanden wird interessieren, wenn es statt 1.000 Euro 1.100 Euro kostet. Ich glaube, das ist egal, wenn statt 5 Millionen 5,5 Millionen kostet, ist natürlich, obwohl beides 10% sind, ist ein Unterschied. Wir nehmen es einfach auf, müssen wir nachschauen, ob es da eine Größe gibt, die irgendwo vorgeschrieben ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei mir nennenswert erscheinenden Überschreitung werden wir auf alle Fälle Bericht erstatten. Herr Schacherbauer, bitte, und Frau Bachmeier. Ich würde gerne an das anschließen, was der Herr Angstl und der Herr Stranzinger angesprochen haben. Deswegen jetzt nicht seitenbezogen, aber wenn man die jetzt im Nachtragshaushalt ausgewiesenen Kostenmehrungen für Bauvorhaben oder für Baumaßnahmen der Stadt betrachtet, liegt man in Summe bei 1,815 Millionen Euro. Das ist schon ein ganz erklecklicher Betrag und ich denke, da auch der Appell an die Verwaltung, nicht erst dann im Nachtragshaushalt hier entsprechendes vorzulegen, sondern dass hier laufend diese Projekte auch kostentechnisch intensiver betreut und überwacht werden, weil das kann es wirklich nicht sein, dass man dann im Oktober über 1,8 Millionen Euro im Nachtrag bei Baumaßnahmen entscheiden müssen. Also diese 1,8 Millionen, glaube ich, sind jetzt zu hoch gegriffen, meines Erachtens, da, wenn wir diese zwei baumaßnahmenbezogenen Punkte anschauen, ist dann auf der Seite 33 Haus der Familie 725.000 oder auch uns anschauen auf der Seite 29 512.000 die zur Kameraschule, dann ist es bei beiden Positionen keine Mehrkosten, sondern einfach vorgezogene Ausgaben, die sie jetzt im Haushaltsjahr verschoben haben. Also diese echten Mehrkosten sind jetzt bei diesem Sportkindergarten, sind bei der Feuerwehr beispielsweise und diesen anderen Projekten. Aber der Hinweis zur Kostenverfolgung soll ja dadurch jetzt nicht geschmälert werden. Frau Bachmeier. Ja, es hat sich erledigt, weil das war genau meine Frage, diese 220.000 Euro bei der Haushaltsstelle 1311, Seite 28 Feuerwehr. Aber hat sich mit Ihrer Anmerkung erledigt. Okay. Gibt es sonst Fragen? Würde ich mal sagen, die restlichen Seiten bis zur Seite 33, gibt es dazu insgesamt Fragen oder zu einzelnen Positionen? Nein. Dann auf der Seite 34, der Schuldenstand der Stadt ist dargestellt. Dazu kommt, wie dort gesehen, 7,2 Millionen Euro Kreditaufnahme hinzu, jetzt für diesen Wohnungsbau an der Burgkirchner Straße, wie ja beschlossen war, sodass wir 16,1 Millionen haben, zu sehr oft 0% und ansonsten zu Prozentsätzen zwischen 0,2, 0,65 etc., also wirklich zu äußerst geringen Zinssätzen. Die Rücklagenentwicklung sehen Sie, wir sind gestartet bei 64,6 Millionen. Gemäß dem Nachtrag gibt es eine vorgesehene Entnahme von 26,9, somit ein voraussichtlicher Rücklagenstand von 37,7. Diese staatliche Zuwendung von diesen am 15. Dezember eingehenden Summen wird dann das eben entsprechend erhöhen wieder. Gibt es noch Fragen dazu? Nein? Dann? Doch, Entschuldigung, wo? Herr Schultheiß. Ja, ich hätte eine Frage. Ist es denn nicht irgendwie möglich, dass man von dem
Wort Rücklage wegkommt, weil irgendwo ist ja keine Rücklage, es ist ja nur etwas Angespartes, was uns eigentlich gar nicht mehr gehört, oder muss man das unbedingt als Rücklage bezeichnen, weil es in der Bevölkerung ja doch irgendwo auf was hinweist, was man nicht so haben, wie man es eigentlich darstellt. Also gemäß der Kameralistik ist die Rücklage der vorgeschriebene richtige Ausdruck. Aber es ist ja nichts. Wir haben ja gelernt, dass aufgrund von dessen, dass wir 2 Jahre Gleisumlage verhalten müssen und dass es uns eigentlich gar nicht gehört. Also nicht ein normaler Bürger bezeichnet eine Rücklage als was anderes. Nicht vorhalten müssen. Vorhalten wollen, derzeit vorhalten, aber es gibt ja jetzt nicht die gesetzliche Verpflichtung in irgendeiner Form. Ja. Also es ist nun mal einfach also dieser Ausdruck Rücklage. Da kommen wir nicht drum rum. Okay. Herr Schacherbauer. Ich hätte aber doch ganz gerne noch eine Anmerkung zu den Rücklagen, unabhängig jetzt von der Begrifflichkeit, die der Herr Schultheiß angesprochen hat, aber einfach mal in der Vorschau. Uns muss schon klar sein, dass die Entwicklung, insbesondere wenn die wirtschaftliche Situation sich in den kommenden Jahren nicht deutlich verändert und die Gewerbesteuereinnahmen deutlich wieder steigen, wir doch einen ganz erheblichen Rückgang dieser Rücklagen zu verzeichnen haben. Denn wenn ich die Kreisumlage 2021 mit 24 Millionen rechne, die Kreisumlage 2022 mit 19,5, dann bin ich unter Außerachtlassung der Kompensationsleistungen bereits bei einem Minus von 6 Millionen. Wenn ich jetzt 35 oder 20 Millionen Kompensationsleistung berücksichtige und das jeweils mit der Hälfte einstelle, dann hat sich mein Rücklagenpendel zwischen 1 Million und 11 Millionen eingestellt. Und das muss uns schon klar sein, dass wir also unsere Handlungsspielräume und die Entscheidungen auch daran orientieren müssen. Ich denke, das wäre vielleicht schon wichtig, dass uns das allen klar ist. Also danke für den Hinweis zur Achtsamkeit, zur Sparsamkeit etc. Wir haben ja jetzt in diesem Haushalt dann 26,9 aus den Rücklagen. Die Kreisumlage liegt bei 38. Also wir haben heuer in etwa 10, 12 Millionen an Kreisumlage, die wir jetzt aus dem Laufenden nehmen. Also nicht aus dieser Rücklage rausnehmen, sondern die aus dem Laufenden kommt. Wenn wir es in den beiden Folgejahren theoretisch so angehen, dass man wirklich diese Rücklage gegenüberstellt mit diesen beiden Jahren Kreisumlage, dann glaube ich, können wir der optimistischen Hoffnung sein, dass wir dann so einen Rücklagenstand von 10 Millionen haben, von gut 10 Millionen, wenn diese Zulage entsprechend kommt. Ja, das ändert nichts daran. Also auch von meiner Seite ganz deutlich dieser Hinweis, dass wir uns nicht von diesem Jahr und von dieser Zuwendung, staatlichen Zuwendung, in irgendeiner Form blenden lassen dürfen. Also wir brauchen jetzt nichts, so wie ich es immer gesagt habe, ich möchte und wir brauchen nichts Bestehendes kaputt machen. Aber wir müssen dringend unsere Ausgaben hinterfragen, schauen, wo haben wir Einnahmenpositionen etc. Also das ist einfach ein geschlossenes System, wo wir beide Dinge anpacken müssen. Und darum ist auch dieser Haushalt so aufgestellt, dass man sieht, was ist, wenn das nicht kommt, wenn dieses Geld nicht käme. Und dann ist natürlich mit dem jetzigen Rücklagenstand natürlich die Kreisumlage von 24, 25 Millionen nächstes Jahr gedeckt, aber die vom übernächsten Jahr wäre nicht mehr gedeckt. Und das muss man sich sehr wohl bewusst sein. Herr Kammhuber. Ja, richtig ist, dass jetzt mit dieser staatlichen Pandemiezuweisung ja unsere Struktur der Einnahmen, insbesondere der Gewerbesteuereinnahmen, sich nicht ändern. Und da sehen wir ja nicht unbedingt Licht am Horizont. Aber zu dem Aspekt dieser abzugebenden Kreisumlage bei der Aufstellung des Haushalts ist ja das immer sehr gut auch von der Frau Hauser mit dargestellt, was uns denn hier die nächsten Jahre erwartet aufgrund der Steuereinnahmen der Vorjahre. Also insofern denke ich, haben wir da schon ein klares Bild. Und daher ist das jetzt nicht nur eine verdeckte Geschichte, sondern wer sich mit dem Haushalt befasst, der hat das im Kopf und weiß, was uns erwartet.
richtig und im Kreistag ist wirklich diese Position einzunehmen. Eine Kreisumlage kann nicht nach oben hin offen sein. Also man muss sich da auf irgendeine Deckelung dieses Prozentsatzes sicherlich verständigen können. Und auch da wird der Landkreis in Schulden machen, weiter reingehen müssen, um sonstige Bauvorhaben etc. finanzieren zu können. Aber das ist dann ja Entscheidung des da zuständigen Gremiums. Sie haben in der Sitzungsvorlage die restlichen Ausführungen zum Nachtragshaushalt und zur Nachtragshaushaltssatzung drin. Gibt es Gegenstimmen zu dieser Nachtragshaushaltssatzung und den in der Sitzungsvorlage aufgeführten Punkten? Nein, dann bedanke ich mich sehr, bedanke mich auch ganz ausdrücklich bei der Frau Hauser fürs perfekte Aufbereiten und Vorbereiten und Erläutern. Dankeschön. Wir kommen weiter in der Tagesordnung zum Punkt 3.3. Antrag der Maria-Ward-Schulstiftung auf die geweihte Gewährung des jährlichen Zuschusses zum Betrieb der Realschule Burghausen am Stadtplatz für die Jahre ab 2021. Es geht um 80.000 Euro, die da von der Stadt als Zuschuss gewährt werden für den laufenden Schulbetrieb. Ich halte diesen Zuschuss für absolut notwendig. Ich halte es auch für notwendig, in der Maria-Ward-Schule die Renovierungsarbeiten anzugehen. Auch da sind wir im Gespräch, dass da man zumindest mal erfährt, wie es denn weitergeht und vielleicht auch als Stadt da sich positioniert. Die Schule hat in etwa 620 Schüler und die Beschlussvorlage schlägt eben vor, der Maria-Ward-Schulstiftung ab dem Jahr 21 für den Zeitraum von weiteren 2 Jahren, also für 21 und 22, einen jährlichen Zuschuss von 80.000 Euro zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebs zu gewähren. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Angstl, bitte. Herr Bürgermeister, ich sehe das ganz genauso, dass die 80.000 Euro der Stadt Burghausen da notwendig sind, damit die Schule dort damit wirtschaften kann. Darüber hinaus ist ja bereits richtig angegeben, dass das nicht die einzige Zuwendung ist, sondern dass ja auch der Landkreis Altötting und damit auch wiederum zur Hälfte die Stadt Burghausen eigentlich im Endeffekt hier das unterstützt. Und was man hier auch sehen kann, ist, dass angegeben ist, dass außerdem die Diözese und auch der Maria-Ward-Unterstützungsfonds da etwas dazu bezahlt. Und da müsste man vielleicht auch noch ergänzen, wenn die Schule das aufführt mit der Übernahme der Beihilfeversicherung, dass es ja auch noch weitere staatliche Gelder gibt für das Personal beispielsweise, die in sehr großer Höhe da für diese Schule ausbezahlt werden. Und darum finde ich es eigentlich sehr bedauerlich, dass die Schulleitung und auch die Stiftung nicht auf die Nachfrage vor allem des Integrationsbeirats eingegangen ist und sich nicht dazu bereit erklärt hat, einen Ethikunterricht anzubieten. Weil wenn man die Struktur der Schülerinnen und Schüler anschaut in den Grundschulen, die wir jetzt haben, und dazu gehört zum Beispiel auch in der Johannes-Hess-Schule ungefähr 50% der Kinder, die eben nicht christlich konfessionell gebunden sind, dann wird sich in den Folgejahren einfach statistisch eine größere Anzahl von Kindern ergeben in der Realschule, die eben nicht originär den christlichen Religionsunterricht besuchen. Und von daher glaube ich, wäre es, wenn wir von zukünftigen Vorhaben reden, da auch eine grundsätzliche Überlegung, sowas anzugehen. Also diesen Wunsch, denke ich jetzt, auch durchaus diesen vielleicht mehrheitlichen Wunsch, Ethikunterricht an dieser Realschule anzubieten, habe ich auch an die Schulstiftung adressiert. Hab's auch, also ich bin gern katholisch, habe es auch von meiner Seite aus so adressiert und finde es auch für sehr sinnvoll. Ich glaube, da muss man einfach im Gespräch bleiben. Ich denke, dass die Religionslehrer an der Maria-Ward-Schule einen guten, liberalen, vernünftigen Unterricht machen. Dennoch glaube ich, dass das Angebot eines Ethikunterrichtes
ein vernünftiger Schritt wäre, den die Schulstiftung da doch erst nochmal diskutieren sollte. Kann man so unterstützen, spreche ich auch gerne nochmal an. Bei der Schulstiftung war auch mit dem Herrn Sompeck im Kontakt, dem Schulleiter. Also der Wunsch ist bekannt und den kann ich gern auch einfach weiterhin vorbringen. Ja. Vielleicht dazu, Herr Bürgermeister, da sind wir jetzt schon seit 10 Jahren im Gespräch um dieses Thema und die Maria-Ward-Schulstiftung hat sich bisher immer geweigert, diesen anzubieten. Ja. Trotzdem, oder Herr Kammhuber, bitte. Genau, trotzdem, da darf ich anknüpfen, trotzdem denke ich, sind die 80.000 Euro pro Jahr als Unterstützung vertretbar und auch wertvoll, denn die Maria-Ward-Schule als Realschule ist für Burghausen wertvoll, vor allem auch für die Altstadt. Allerdings möchte ich schon auch nochmal betonen, eine Realschule ist eigentlich eine weiterführende Schule und somit wäre die Sache des Landkreises. Und wäre, wenn hier ein Zuschussbedarf besteht, dann wäre das wirklich auch Landkreisangelegenheit und nicht städtische Angelegenheit. Da aber die Schule einfach, wie vorher gesagt, für Burghausen, für die Altstadt wertvoll ist, können wir doch zu diesen 80.000 Euro stehen. Okay. Herr Schwemmbauer, bitte. Ich bitte zu bedenken, dass Ethik mit Religion so gut wie überhaupt nichts zu tun hat, aus dem einfachen Grund, weil Religion die Frage, wo kommt alles her, wo geht alles hin, thematisiert und Ethik die Frage thematisiert, was, wenn es in die Erscheinung getreten ist, ich richtig ordne. Es ist immer bisher extrem schief gegangen, wenn die Religiösen versucht haben, sich in der Welt zu tummeln und die Welt zu ordnen und umgekehrt auch. Das heißt also, Ethik überzeugt, ersetzt Religion nicht, genauso wenig wie Religion Ethik ersetzen kann, nach meiner Überzeugung. Herr Strakowski, aber bitte keine Glaubenskriege. Also, jetzt möchte ich mal als Religionslehrer sagen, ja. Wahnsinn. Das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. An staatlichen Schulen gibt es konfessionellen Religionsunterricht und jeder, der nicht in den konfessionellen Religionsunterricht geht, geht in einen Ersatzunterricht und der heißt Ethikunterricht. Wir haben in den Lehrplänen sowohl katholisch als auch evangelisch natürlich andere Religionen mit drinnen. Wir lehren nicht nur unsere Konfession. Und der Ethikunterricht sowie der Religionsunterricht hat den Auftrag, ein Werteunterricht zu sein und auch Werte zu vermitteln. Und das Ganze entstand, Gott sei Dank, einer Lehre aus dem Nationalsozialismus, als man nämlich gemerkt hat, und deswegen steht es auch im Grundgesetz drin, als man nämlich gemerkt hat, es ist nicht gut, Ideologieunterricht an Schulen anzubieten. Deswegen steht es da drinnen. Und also ich kann das Ganze bloß unterstützen. Ich verstehe auch nicht so ganz, auch wenn die Maria-Ward-Realschule eine katholische Schule ist, natürlich. Ich verstehe es trotzdem nicht, dass sie sich standhaft weigern, den Ethikunterricht anzubieten. Und ich denke aber, das Einzige wird sein, im Gespräch zu bleiben. Herr Schwemmbauer. Kurz dazu, ganz so inkompetent bin ich nicht. Also ich habe ein komplettes Studium in Philosophie und bin befugt dadurch, sowohl Ethik auch Religion, als auch Religion zu unterrichten. Philosophisch-Theologischen Hochschule der Jesuiten in München abgeschlossen, Magister Artium. Frau Kapsner. Also es wäre vielleicht eine Idee, wenn also sich die Schule nicht öffnet für den Ethikunterricht, sondern wirklich den konfessionsgebundenen Unterricht hauptsächlich anbietet oder nur anbietet, durchaus die Diözese Passau mehr in die Pflicht zu nehmen, weil man ja praktisch den kirchlichen Unterricht in der Schule macht und dann könnte, finde ich, die Diözese Passau durchaus mehr Geld zur Verfügung stellen für die Schule. Herr Schacherbauer. Ich glaube, wir sollten wieder zurückkommen zu dem Antrag auf 80.000 Euro und auf die Wichtigkeit dieser Realschule in der Altstadt für unsere Schülerinnen und Schüler. Und ich denke, wir sollten das jetzt losgelöst von der Frage des Ethikunterrichts einfach so beschließen, weil dieser finanzielle Beitrag für diese Schule überlebenswichtig ist. Danke. Gibt es Gegenstimmen zur Beschlussvorlage? Nein, dann einstimmig so beschlossen. Dankeschön.
im Gespräch bleiben wir zu dem Thema Ethik, ohne es jetzt nochmal zu vertiefen. Ich denke einfach, es ist wertvoll, dass man es anspricht. Und jetzt ist es vor allem wertvoll, dass die von uns das Signal bekommen, dass da weitergeht und dass sie uns am Stadtplatz etwas bedeuten. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, zum Punkt viertens. Es geht um zwei Anträge. Es geht unter 4.1 und im Antrag vom Herrn Stadtrat Schwemmbauer auf sofortige Aussetzung des Vollzugs der Maskenpflicht bei den städtischen Beschäftigten. Und der Stadtrat möge Folgendes beschließen. Erstens, die Maskenpflicht bei den städtischen Beschäftigten mit sofortiger Wirkung nicht mehr zu vollziehen. Und zweitens, den städtischen Beschäftigten zu erlauben, einen Mund-Nasen-Schutz dauerhaft abzunehmen, sobald der Träger den Eindruck hat, dass die Konzentration an CO2 zwischen Mund-Nasen-Schutz und Gesicht oberhalb des Grenzwerts von 0,5% CO2 oder in Schulen oberhalb der für Schulen geltenden Empfehlung von 0,3% CO2 liegt, zum Beispiel weil die eingeatmete Luft miefig wirkt. Begründet wird es damit, dass eben da durch dieses Tragen des Mund-Nasen-Schutzes der Wert da ansteigen kann oder eben diesen Grenzwert erreichen kann. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof die Maskenpflicht als durchaus ein vernünftiges Instrument zur Eindämmung der Corona-Epidemie angesehen wird. Auch vom Robert-Koch-Institut gibt es entsprechende Empfehlungen. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat auch in einem aktuellen Vollzugshinweis zum Arbeitsschutzgesetz vom 24.09. ausdrücklich erwähnt, dass das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung eine weitere Maßnahme zur Reduktion des Infektionsrisikos ist. Daher wird vorgeschlagen, die Anträge abzulehnen. Wir haben Mund-Nasen-Schutzpflicht auf den Gängen. Wir haben diese nicht in den Büros jetzt im Rathaus, sondern es ist auf den Gängen in diesen Allgemeinbereichen. Gibt es Wortmeldung, Herr Schwemmbauer, bitte. Ja, nur ganz kurz dazu, ist ja ein sehr breit getretenes Thema im Augenblick. Es gibt vom Dr. Drosten, der die Bundesregierung berät, auf der Seite des Bundestags vom 9.9. eine Anhörung im Gesundheitsausschuss. Da sagt er wortwörtlich aus der Erinnerung jetzt, dass es wissenschaftlich nicht erwiesen ist, dass der Mund-Nasen-Schutz eine Reduktion des Eintrags der Viren in den menschlichen Körper beiträgt. Das heißt also, auf der politischen Ebene gibt es zwei Kommunikationsebenen, eine nach außen, die darauf gerichtet ist, dieses Instrument natürlich aufrechtzuerhalten, eine nach innen, die das genaue Gegenteil sagt. Es gibt weitere Äußerungen, dass der Hauptgrund, warum, das war so im April, dieser Mund-Nasen-Schutz breit vorgeschlagen bzw. auferlegt wird, eine psychologische Wirkung ist, nämlich dahingehend, eine auf den besonderen Ernst der Lage hinzuweisen, das ist ein wortwörtliches Zitat aus der Erinnerung, glaube ich auch von Dr. Drosten. In der Tat, das ist die politische Seite, es gibt noch eine formale Seite, ist schon erwähnt worden. Es gibt einen Grenzwert vom Bundesumweltamt, der liegt bei 0,5 für den Arbeitsplatz. Und es gibt eine Empfehlung auch vom Bundesumweltamt für Schulen, der liegt bei 0,3 und für die normale Raumluft liegt er bei 0,14 aus meiner Erinnerung heraus. Wir haben also hier aus meiner Sicht ein Rechtsproblem, dafür kann die Stadt Burghausen überhaupt nichts, nämlich wie geht eine Stadt wie wir damit um, dass wir auf der Bundesebene eine klare Vorschrift haben und auf der Landesebene eine Maßnahme auferlegt wird, die letztendlich dazu zwingt, diese Vorschrift zu übertreten. Dazu laufen auch Anfragen von uns im Landtag, da arbeiten wir uns langsam vor und das, was Sie vorgeschlagen haben bzw. vorgelesen haben, stammt aus Entscheidungen von März oder April diesen Jahres vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof und ist auf einer Faktenlage von quasi null aufgebaut worden, wo natürlich die Verfassungsrichter einen viel breiteren Spielraum haben. Ganz kurz formal gesehen, bei meinen Unterlagen war jetzt dieser Antrag nicht dabei. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt abstimmen können, wenn der Antrag nicht im kompletten Umfang allen Beteiligten hier vorliegt. Da müssten wir vielleicht kurz in den Bock fragen und irgendeinen Juristen, ob das überhaupt möglich ist. Danke. Also der Herr Bock ist leider
krank entschuldigt. Zwei Hinweise, also diese Ablehnung des Verfassungsgerichtshofes in einem anderen Fall, also es geht nicht um diesen gleichen Antrag, es geht bloß um daraus entnommene Dinge, ist vom 15.09.2020. Ich würde trotzdem jetzt abstimmen lassen, gerne, falls da dann formal ein Fehler vorliegen sollte, dann würde man diesen Antrag einfach das nächste Mal nochmal behandeln. Ansonsten denke ich, die Thematik zu diesen Masken ist hinlänglich. Ich halte es für ein wirksames Mittel. Darum gibt es diese Vorlage. Ich möchte jetzt gern abstimmen lassen, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. Herr Stranzinger. Ja, Herr Bürgermeister, wir haben ja den Antrag oder die beiden Anträge in der letzten Stadtratssitzung ist ja aufgelegen. Und ich gehe davon aus, dass den keiner weggeschmissen hat, sondern gut bewahrt aufgehoben. Und somit liegt das vor und somit darf ich das so als null und nichtig sehen. Ich möchte Ihnen da auch nichts vorenthalten. Herr Bürgermeister, in der Ladung zum Hauptausschuss waren diese beiden Anträge enthalten. Na dann. Also, darum sind wir jetzt beim Punkt 4.1 bei der Abstimmung. Die Beschlussvorlage lautet, die in diesem Sachverhalt unter den Ziffern 1 und 2 genannten Anträge auf sofortige Aussetzung des Vollzugs der Maskenpflicht bei den städtischen Beschäftigten werden abgelehnt. Wer ist für diese Ablehnung dieser Anträge? Bitte um Handzeichen. Wer ist dagegen? Eine Stimme. Dankeschön. Dann sind wir beim Punkt 4.2. Es geht da um einen Antrag vom Herrn Stadtrat Schwembauer vom 23.09. auf sofortige Nichtanwendung des Vollzugs der Maskenpflicht in den städtischen Einrichtungen. Herr Stadtrat Schwembauer beantragt, der Stadtrat möge beschließen, die Maskenpflicht in den städtischen Einrichtungen mit sofortiger Wirkung nicht mehr zu vollziehen. Es jedem Bürger selbst zu überlassen, zu entscheiden, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht. Hilfsweise im Fall einer Ablehnung der Anträge 1 und oder 2 unverzüglich dies auch mit Hilfe eines Eilverfahrens klageweise durchzusetzen. Die Begründung, denke ich, ist analog. Auch die Antwort ist analog. Im Hinblick auf die beantragte Klage bzw. Einleitung eines Eilverfahrens wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Burghausen nicht antrags- bzw. klagebefugt ist, da sie die hierzu erforderliche Verletzung eigener Rechte aufgrund der Anordnung der Maskenpflicht nicht geltend machen kann, so die Ausführung da von der Verwaltung von Herrn Bock. Es wird vorgeschlagen, die Anträge abzulehnen. Ich glaube, die Ausführungen brauchen wir jetzt nicht wiederholen, sondern sind auf beiden Seiten gleich. Folgende Beschlussvorlage, die im Sachverhalt unter den Ziffern 1 bis 3, was ich vorher gesagt hatte, genannten Anträge auf Nichtanwendung des Vollzugs der Maskenpflicht in städtischen Einrichtungen werden abgelehnt. Wer ist dafür? Bitte ich um Handzeichen. Wer ist dagegen? 1. Mehrheitlich abgelehnt. Dankeschön. Wir kommen zum Punkt 4.3. Es geht um die Benennung von Frau Claudia Rettenwander zur behördlichen Datenschutzbeauftragten. Frau Rettenwander soll ab 1.11. die Funktion der örtlichen Datenschutzbeauftragten übernehmen. Ich bitte um Zustimmung, dass wir sie dazu benennen dürfen. Gibt es Gegenstimmen? Nein, dann einstimmig so benannt. Wir kommen zum Punkt 4.4, zum Zwischenbericht zur weiteren Vorgehensweise bei der Parkraumbewirtschaftung. Ich möchte Ihnen gleich die Lust am Diskutieren nehmen. Also es geht jetzt um einen Zwischenbericht, es geht jetzt heute nicht um einen Beschluss und es geht jetzt heute auch nicht um eine Diskussion, sondern ich möchte Ihnen einfach noch mal kurz vorstellen, was diese Grundüberlegungen sind, wie es weitergeht. Ich habe auch bereits im Hauptausschuss gesagt, ich hänge nicht sklavisch an diesem Termin der Einführung zum 1.4. Also auch das nochmal als Botschaft. Es ist einer der Punkte, über die zu entscheiden ist. Ich hatte ja gebeten um Rückmeldungen von den verschiedenen Parteien. Ein Teil ist eingegangen. Weitere können auch gerne noch bis 16., das ist Ende der Woche, eingehen. Und dann geht es darum, bitte dabei Fragen zu stellen. Diese Fragen sollten sich meiner Überzeugung nach
einmal unterscheiden nach Verständnisfragen. Mir ist etwas in der Darstellung oder in der Vorgehensweise unklar. Das würde ich gerne einfach klargestellt wissen, dass wir alle den gleichen Stand haben. Block 1, Block 2. Ich finde eine Regelung, so wie vorgeschlagen, nicht gut. Ich denke, man sollte in irgendeiner Form eine andere Regelung finden. Block 2. Block 3, mir fehlen noch Informationen, um entscheiden zu können, beispielsweise dieses ja Kosten-Nutzen-Verhältnis, was ja schon genannt wurde. Was gibt es noch, was mir noch fehlt, um dann eine Entscheidung treffen zu können? Das ist aus meiner Sicht diese drei Kriterien. A, gleiches Verständnis für alle. B, Diskussion über irgendwelche Regelungen, die da drin sind. Drittens, fehlende Information, damit man eine Entscheidung treffen kann. Ich würde jetzt gerne einfach noch mal kurz den Stand vorstellen, den Sie auszugsweise oder den Sie ja schon kennen. Es ist jetzt nichts vollkommen Neues, es ist teilweise leicht verändert, deswegen verändert, um nicht zu verwirren und uns heute nicht im Detail zu verlieren, weil um das geht es jetzt nicht. Also Parkraumbewirtschaftung Burghausen, Neustadt und Altstadt. Es war die Frage nach den Zielen. In der Sitzungsvorlage waren drei Ziele genannt: die Förderung des ÖPNV, die Eindämmung des Individualverkehrs und die Erzielung von Einnahmen zur Abdeckung der Unterhaltskosten der Tiefgaragen. Das waren die Ziele, wie sie in der Beschlussvorlage drin sind. Ich würde sie jetzt auch gar nicht prioritär ordnen, sondern würde sie alle drei sehen als Ziele. Dann in der Ausgestaltung war Folgendes Ihnen präsentiert, jetzt leicht ergänzt. Der Bewirtschaftungszeitraum generell 8 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Samstag. Bei allen, zu den anderen Zeiten kostenloses Parken. Der Parkzeitraum, soweit nicht anders geregelt, maximal 24 Stunden. Drei Zeilen weiter unten sehen Sie es, in den Tiefgaragen ist vorgesehen maximal in der Regel 24 Stunden, davon eine Stunde kostenlos. An der Oberfläche ist vorgesehen in der Regel 2 Stunden, davon 30 Minuten kostenlos. In der Regel heißt beispielsweise jetzt an der Oberfläche gibt es vor dem Geldautomaten bei der Sparkasse in der Neustadt Parkplätze, wo man bloß eine halbe Stunde, glaube ich, parken darf. Es gibt Parkplätze am Bichl, wo vor diesem Lebensmittelgeschäft man nur eine Stunde parken darf. Deswegen die Einschränkung in der Regel. Es mag durchaus auch Bereiche geben, wo man in der Oberfläche länger wie 2 Stunden parken könnte. Und auch in der Tiefgarage kann man darüber nachdenken, ob man statt 24 Stunden vielleicht auch wohl länger parken will. Das ist die Einschränkung in der Regel. Die Kosten überall gleich in diesem Ansatz. 20 Cent für 12 Minuten, 1 Euro somit in der Stunde, also 5 mal 20 Cent ist dieser Euro. Tagesticket, wenn einer sagt, ich stelle mich hin und werfe 5 Euro ein, kann er dafür in meinem Verständnis 24 Stunden parken. Oder beziehungsweise bis zum Ende der Parkzeit. Jemand kommt um 8, vergessen wir mal die Freiparkdauer und möchte den ganzen Tag stehen bleiben, 5 Euro. Damit muss er um 18 Uhr, bis 18 Uhr hat er bezahlt, kann natürlich weiterhin stehen bleiben bis am nächsten Tag um 8. Weil er dann nichts mehr zahlt. Kommt er jetzt um 14 Uhr, würde ich die gleiche Regel anwenden. Er bekommt genauso viele Stunden für 5 Euro, wie wenn er um 8 parkt. Also bis nächsten Tag 14 Uhr kann er stehen bleiben. So ist Tagesticket gemeint. Nochmal zur Erläuterung. Sie bekommen, wenn Sie um 8 reinfahren, müssen Sie in die Tiefgarage ab 9, eine Stunde haben Sie frei, zahlen. Also zahlen Sie von 9 bis 18 Uhr und bekommen 9 Stunden für 5 Euro. Die Frage, die Sie dann entscheiden müssen, was ist, wenn Sie um 15 Uhr reinfahren und sagen, ich möchte jetzt stehen bleiben und möchte für meine 5 Euro auch wieder 9 Stunden Parkdauer bekommen. Dann finde ich es gerecht, es so zu regeln, 15 Uhr reinfahren, 5 Euro Ticket kaufen, nächsten Tag 15 Uhr wieder weg sein müssen. 5 Euro heißt 9 Stunden Parkdauer. Kann man, so ist es gemeint, kann man gerne darüber diskutieren. Jeder Parker zieht ein Ticket bzw. registriert sich im Handyparken, soll zum Ausdruck bringen, es gibt einen Automaten und es gibt eine Handylösung.
die parallel nebeneinander existieren. Soll auch zum Ausdruck bringen, es gibt keine Schranke. Also vielleicht das auch nochmal als Klarstellung, ich habe das so gesagt. In meiner Vorstellung ist nicht die Zufahrt zur Tiefgarage oder zum Parkplatz mit einer Schranke geregelt, sondern es ist geregelt über Tickets, die man sich kauft, die man ins Auto legt und die man dann kontrolliert werden kann, wenn man es nicht richtig bezahlt hat. Ist dann, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wenn man sagt, wie muss so ein System betreut werden. Sie können somit nicht im Parkplatz gefangen sein, weil jetzt die Schranke gerade kaputt ist, Sie kommen nicht mehr raus, der Automat spinnt, was machen wir? Also Sie haben immer freie Ein- und freie Ausfahrt in meiner Vorstellung. Der letzte Punkt, diese Berechtigungsausweise. Da ist vorgeschlagen gewesen, nach wie vor vorgeschlagen, dass wenn man so einen Ausweis hat, dass man dann für 2 Euro so ein 24-Stunden-Ticket lösen kann. Also Sie bekommen mit einem Berechtigungsausweis in ausgewiesenen Bereichen einen Sondertarif. Gedacht war dabei, so stand es auch in der Beschlussvorlage, an die Tiefgaragen. Rein schon von der Logik, wenn Sie sagen, an der Oberfläche in der Regel 2 Stunden, halbe Stunde frei, 1,5 Stunden bezahlen, dann machen Sie mit die 2 Euro ein schlechtes Geschäft. In der Tiefgarage war damit gedacht, Berechtigungsausweis zu definieren, sind es nur Anwohner oder sind es auch andere, ermöglicht ihnen den Sondertarif, dass sie statt den 5 Euro 2 Euro zahlen. Jetzt habe ich die Grafik verändert, um sie nicht zu verwirren und um heute nicht im Detail zu diskutieren. Für die Altstadt ist angegeben, welche Zone meiner Meinung nach die Zone für die Parkraumbewirtschaftung ist. Das hat sich nicht verändert, dieser orange-graue, braune, ockerfarbene Strich. Für diesen Bereich sollten wir eine Regelung treffen. Es war in der ursprünglichen Grafik waren rote Linien drin, wo teilweise nach Anwohnern und teilweise nur nach rot gebührenpflichtig unterschieden wurde. Das habe ich bewusst rausgenommen, damit das jetzt nicht heute die Hauptdiskussion wird. Weiterhin eingezeichnet sind die kostenfreien Parkplätze, Finanzamt, St. Johann, Zaglau, plus alles, was natürlich einfach außerhalb der Grafik ist. Also jetzt da rund um den Friedhof oder St. Johann, die Straßen hinten, nicht eingezeichnet, drum nicht betroffen, drum kostenfrei, drum aber auch keine gesonderte Anwohnerregelung. In der Altstadt gibt es verschiedenste derzeit bestehende Regelungen. Es gibt beispielsweise für die Spitalgasse eine reine Anwohnerparkregelung, und es gibt im Bereich hinten zwischen Mautnerschloss und Spitalgarage gibt es verschiedene Anwohnerparkregelungen, die nur in der Nacht greifen. Aber um diesen Raum müssen wir am Schluss dann mal reden. Ich hatte schon erwähnt, die kostenfreien großen Stellflächen, Finanzamt St. Johann und den Parkplatz in der Zaglau, da gab es ja und gibt es nach wie vor den Vorschlag untertags, den für Berechtigte zu reservieren. Vorstellung dabei Beschäftigte am Stadtplatz. Die Überschrift ist kostenfrei, also auch natürlich für die kostenfrei. Also drum kostenfreie Stellflächen in der Altstadt an der Oberfläche, diese 3 großen Parkplätze plus das, was halt nicht im Gebiet drin ist. Kommen wir zur Neustadt. Die Grafik ist unverändert gegenüber dem, was Sie beim letzten Mal bekommen hatten. Es gibt gelb markiert die Zone, die der Vorschlag ist, dort eine Bewirtschaftung einführen zu können. Sie sehen mit dem Buchstaben verschiedene Zonen für Bewohnerparken. Gedacht ist ähnlich wie in der Altstadt, wo es die Zone 100, 200, irgendwas anderes gibt, auch da zu sagen, die mit dem A parken einfach in dieser Zone da oben, die mit dem B in der anderen und so weiter. Rot markiert die Bereiche mit den Parkgebühren, Oberfläche plus Tiefgarage. Gepunktet markiert die Tiefgarage, Bürgerplatz bis Glöckelhofer in der Tiefgarage mit Parkgebühr, im einstweiligen Vorschlag auf der Oberfläche in diesem Bereich ohne.
auch nochmal aufgeführt und eingezeichnet, die kostenfreien Parkplätze an der Oberfläche. Auf der nächsten Seite sind die auch nochmal einfach der Reihe nach hingeschrieben, plus natürlich alles, was nicht in diesem gelb umrandeten Gebiet drin ist. Gehen wir noch eins weiter, bitte. Bewohnerparken. Nur noch mal zur Klarstellung, was gemeint ist. Ob man es jetzt gut findet, geht es heute gar nicht drum. Was haben wir? Wir haben eine Regelung für Bewohner. Das heißt, es gibt Parkplätze und auf diesen gekennzeichneten Parkplätzen dürfen ausschließlich Anwohner mit Berechtigungsausweis parken. Beispielsweise Spitalgasse. So wie es jetzt ist, 24 Stunden, da parkt nur der Bewohner, weil da ein Schild steht, Bewohner parken. Teilweise gibt es die Regelung auch in der Altstadt, dass dieses Bewohnerparken beschränkt auf 20 Uhr bis 8 Uhr ist. Dann ist im Vorschlag, brauchen Sie dazu einen Berechtigungsausweis, ich darf da parken, ich bin Bewohner, aber Sie zahlen natürlich auch zukünftig keine Parkgebühr. So wie es jetzt auch ist. Das Gleiche, also mich hat jetzt keiner gefragt, muss ich wirklich zukünftig in der Bunsenstraße oder in der Stegmeierstraße oder in der Hahnemannstraße in der Neustadt, wenn ich von meinem Haus park, auf der Straße muss ich dann eine Parkgebühr zahlen. Nein, natürlich nicht. Es wäre die gleiche Logik. Da gibt es ein Bewohnerparken, heißt aber, da parkt der, der einen Ausweis hat, der andere darf da nicht parken. In diesem Zuge, so war es auch gemeint, die Überlegung, Besucherparkausweise ausstellen zu können. Also die Oma besucht den, der jetzt in der Bunsenstraße oder wo auch immer wohnt, und dann sagen wir, darf jetzt die Oma vor dem Haus stehen bleiben oder nicht? Die Idee war, wenn man einen Besucherparkausweis hat, dann legt man den ins Auto und somit ist das alles geregelt. Ansonsten dürfte man dort einfach nicht parken, unabhängig ob man zahlt oder nicht zahlt, weil man kein Anwohner ist. Drum dieses Anwohnerparken. Das Zweite, ich hatte es vorher schon gesagt, mit diesen Berechtigungsausweisen, da war der Hintergedanke, Sie haben einen Berechtigungsausweis und der ermöglicht Ihnen Sonderkonditionen. Vorschlag 2 Euro pro Tag. Solche Bereiche sind aus meiner Sicht in den Tiefgaragen sinnvoll und dort jetzt auch im Vorschlag vorgesehen. Das heißt, da müssen Sie sich diesen Berechtigungsausweis kaufen. Ich habe was, was mir ausweist, ich kriege eine Sonderkondition und Sie müssen dann zahlen, wenn es dastehen. Diese 2 Euro jetzt im Vorschlag pro Tag. Da kann aber auch jeder andere parken. Sie bekommen nur eine Sonderkondition. Da kann auch jemand parken, der sagt, da parke jetzt ich, zahle halt 5 Euro. Oder irgendwas anderes. Es ist kein exklusiv im Vorschlag nur für diese Berechtigten reservierter Parkplatz, sondern es ist ein Parkplatz laut Vorschlag für alle, aber es zahlen nicht alle das Gleiche, sondern manche bekommen diesen Parkplatz günstiger. So war die Idee. Um was geht's? Ich denke, zu entscheiden ist, was ist der Umfang des Bewirtschaftungsgebietes? Ist es so wie in den Karten eingezeichnet oder sagt der Stadtrat, nein, das weibt man aus oder engt man ein? Sagt der Stadtrat, machen wir jetzt erstmal die Tiefgaragen und in einem Schritt 2 die Oberfläche. Lassen wir die eine Straße raus und machen die andere ein bisschen weiter rein. Wie auch immer. Also das ist gemeint mit Bewirtschaftungsgebiet. Das nächste, es ist zu definieren, zu welchen Uhrzeiten wird bewirtschaftet. Also 8 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag, 8 bis 12 am Samstag, so der Vorschlag. Es ist zu diskutieren, was kostet es, also die Gebührenhöhe. Und es ist zu diskutieren, welche Sonderregelungen gibt es. Also Sonderregelungen für Anwohner, beispielsweise Spitalgasse bleibt, wie es ist, reines Anwohnerparken, in der Neustadt 5 Straßen kommen da dazu. Da nur für Anwohner, mit den Konditionen wie beschrieben. Und sonstige Sonderregelungen. Also sonstige Sonderregelungen, beispielsweise dauerkostenloses Parken in bewirtschafteten Bereichen, sind die halbe Stunde laut Vorschlag an der Oberfläche, die Stunde laut Vorschlag in der Tiefgarage. Ist es so richtig? Möchte der Stadtrat was anderes? Und natürlich auch zu entscheiden, der Zeitpunkt für den Bewirtschaftungsstart. Gemeint ist damit, wann fangen wir an? Also gilt das Ganze jetzt ab 1.4., 1.5., 1.10., 1.1.22, was auch immer.
Also da, ich hänge nicht an diesem 1.4., das habe ich signalisiert, sondern da kann man eben einfach drüber reden. Ich denke, das sind die Kernpunkte, die zu entscheiden sind. Um diese Kernpunkte zu entscheiden zu können, ist eben die vorgeschlagene Vorgehensweise. Bitte schicken Sie an mich, so wie teilweise bereits erfolgt, Ihre Fragen nochmal nach den drei Kriterien. A, Verständnisfrage, mir ist was unklar. B, alternativer Vorschlag, ich halte was für nicht besonders gut. Und C, ich brauche noch weitere Informationen, mir fehlt was, um entscheiden zu können. Beispielsweise dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, was auch immer. Sie bekommen das natürlich mit zum Protokoll, jetzt noch mit dieser Präsentation, die einfach die erste ergänzen soll. Also ich habe, glaube ich, erläutert, warum ich jetzt bei manchen in der Grafik es rausgenommen habe, um sie jetzt nicht in der Diskussion irgendwo falsch festzubeißen. Darum haben wir gedacht, da mal raus, bevor wir jetzt dann uns an dem aufhängen. Dann geht das bis Ende der Woche bei mir ein. Wir werden es uns in der Verwaltung einfach anschauen und soweit als möglich beantworten. Plus bei Fragen einfach Dinge einholen, Informationen, die fehlen, Vorschläge machen und dann müssen wir in der Diskussion weiterkommen. Ob wir dann dazu mal einen separaten Termin machen oder es im Zuge von Hauptausschuss etc. weiter beraten, müssen wir dann entscheiden, je nachdem, wie es ist. Ich denke, es wäre hilfreich, wenn die Parteien sich das bündeln, sammeln und dann zu einer einheitlichen Anschauung kommen, also nicht, dass man da untereinander noch zu weit diskutiert. Mir ist klar, das ist ein schwieriges, komplexes Thema. Trotzdem müssen wir es angehen. Also meine Überzeugung ist, wir müssen es angehen, wir müssen es vernünftig angehen, wir brauchen es nicht übereilen. Wir müssen es aus diesen drei Gründen, damit wir den Verkehr steuern können, aber auch zum Einnahmen generieren, angehen und eine vernünftige Lösung finden. Gibt es Fragen zur Vorgehensweise, jetzt nicht zum Konzept, dann die gerne. Ansonsten denke ich, ist eh ausgeführt. Dann nimmt der Stadtrat die Vorgehensweise zur Kenntnis, oder? Ich denke, ich glaube, so ist dann die richtige Formulierung. Gibt es da Gegenstimmen zur Formulierung? Dann vielen Dank. 4.5, die Verkehrsregelung, alte Brücke, Sachstandsbericht. Auch da hat man im Ausschuss ja schon drüber gesprochen, kamen auch diverse Anmerkungen dazu im Hauptausschuss. Auch noch mal kurz Begründung für die Maßnahme. Es geht um eine Verkehrsentlastung für den Stadtplatz. Es geht um eine Verkehrsentlastung für den Stadtplatz als ein Baustein, als eine Maßnahme im Mobilitätskonzept drin. In dieses Mobilitätskonzept gehören sehr viele andere Punkte mit rein, sei es der ÖPNV, der Citybus, sei es die Radwege, sei es die Verkehrsführung, sei es die Geschwindigkeitsregelung, ob verkehrsberuhigte Zone, 30er-Zone, was auch immer, die Ortsumfahrung heute ganz am Anfang, die wir gehört hatten, die Carsharing-Konzepte und so weiter. Ein Baustein zur Verkehrsentlastung und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität für den Stadtplatz ist eine andere Verkehrsregelung auf der alten Brücke testweise zu versuchen. Es geht um einen Test über 6 Monate, so der vorgeschlagene Zeitraum, um dann zu schauen, was passiert genau. Also es gibt immer Unwägbarkeiten bei sowas und natürlich testet man Dinge, von denen man überzeugt ist, dass sie funktionieren. Also niemand wird jetzt was testen wollen, von dem man sagt, das geht sicher schief. Ich bin überzeugt, dass es gut geht. Ich erwarte natürlich, dass es gut geht, aber man muss es ausprobieren, um die Gewissheit darüber zu bekommen. Seit Mai habe ich dieses Thema aufgegriffen. Es war ja auch in diversen vorherigen Sitzungen über Jahre schon mal Thema, an diesem Verkehr an der alten Brücke etwas zu ändern. Damals im Zuge Corona war die alte Brücke gesperrt. Damals hatte ich dann gesagt, nachdem wir jetzt ja die Möglichkeit haben, durch die Umstufung der Straße selber am Verkehr was regeln zu können, durch Beschilderung. Ich bin dafür, dass wir eine neue Regelung für den Verkehr an der alten Brücke finden. 3 Vorschläge, Fußgänger, Radfahrer, Einbahnverkehr, irgendwas dazwischen, zeitlich beschränkt.
Das Ganze ist, habe ich mitgeteilt, dem Bürgermeister Reschenhofer und dem Bezirkshauptmann in Braunau in einem Gespräch irgendwann Anfang Mai. Da zeigt man Verständnis für mein Ansinnen, aber gibt immer zu bedenken, dass man es anders sieht, weil es einfach aus österreichischer Sicht am besten so bleibt, wie es ist, was auch immer, aber jetzt jegliche vorgeschlagene Regelung nicht irgendwo große Unterstützung findet, sondern man einfach sagt, wenn man es nicht ändern kann, ist es so, aber es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, findet man Kompromiss, sondern es gibt nur, lassen wir es so, weil alles andere ist für uns schlechter. Ich glaube das so nicht und glaube darum, wir müssen es ausprobieren. Im Hauptausschuss kam die Frage nach dem Testzeitpunkt und Zeitraum auf. Und es wurde dann argumentiert, man sollte es doch vielleicht verschieben, damit man auch vom Biergarten in den Sommermonaten etwas davon hat. Den Vorschlag möchte ich aufgreifen und möchte diese Regelung vom 01.01. bis 30.06. in Kraft setzen als Testzeitraum. Damit haben wir 3 Monate, an die man sich an den Verkehr gewöhnen kann. Januar, Februar, März. Auch wo man am Anfang, wenn man den 01.01. nimmt, jetzt nicht direkt im Hauptverkehr drin sind. Und haben dann 3 Monate, April, Mai, Juni, wo man sagt, dann spürt man vielleicht im Freien den Effekt besser, als wenn er rein sich auf Wintermonate beschränkt. Das ist durchaus zutreffend, diese Argumentation. Darum möchte ich diesen Testzeitraum auf den 01.01. bis 30.06. festlegen. Danach müssen wir über die Ergebnisse des Testens, die wir begleiten durch Verkehrsmessen etc., darüber reden. Und dann, glaube ich, ist auch der richtige Zeitpunkt für einen Stadtratsbeschluss. Jetzt für das Testen sehe ich es als einen Verwaltungsbeschluss und auch als in meiner Kompetenz Verantwortung liegend. Danach, denke ich, sollte man die Ergebnisse diskutieren, natürlich auch zwischendrin berichten und dann entscheiden, belässt man es so oder ändert man es auch wieder. Das ist der Bericht zur weiteren Vorgehensweise. Gibt es dazu Fragen? Herr Strachowski, Herr Schwemmbauer. Ja, als erstes finde ich sehr positiv, dass Sie jetzt auch gesagt haben, nach dem Testzeitraum kommt der Beschluss in den Stadtrat und der Stadtrat entscheidet letztendlich drüber. Das finde ich absolut richtig, dass das auch im Stadtrat so sein sollte. Sie haben ein paar Mal jetzt genannt, dass Sie testen wollen. Wo wird getestet? Also wo werden Verkehrszählungen gemacht? Weil eine Entlastung auch an einer Stelle bringt natürlich eine Belastung an anderer Stelle. Also das heißt, und wo machen wir da Verkehrszählungen? Kann man das dann auch irgendwo mal hochrechnen, was da mehr Kilometer gefahren werden, wenn das so ist? Weil die Umgehungsstraße runter und drüben die Uferstraße wieder zurück sind einiges an Kilometer, was da dann zusammenkommt. Also wer entscheidet darüber, wo gemessen wird, wie oft gemessen wird? Also bei den Mehrkilometern, ich gehe davon aus, dass es ungefähr 2,5 Kilometer sind. Ich weiß aber die fahren alle weiter als wie 2,5. Also das Argument stimmt durchaus. Ich kann jetzt aber nicht sagen, fährt jetzt der vorher immer die kürzeste Strecke. Also sind das alles Menschen, die bis jetzt die kürzeste Strecke zurückliegen und unvermeidbare Kilometer zurücklegen, weil die fahren nur auf dem allerkürzesten Weg laut Google, sondern und sind jetzt gezwungen, mehr Kilometer in Kauf zu nehmen? Oder sind es nicht auch welche, die teilweise vielleicht auch schon einen Umweg fahren? Weil da fahre ich gern vorbei, da mache ich was. Natürlich wird es insgesamt wahrscheinlich mehr an Kilometern, die Laufleistung sind. Bitte? Ich spreche von mehr Kilometern, die bei uns im Stadtgebiet gefahren werden. Darum geht es mir. Wir produzieren in unserem Stadtgebiet tausende mal 2,5 Kilometer oder 1,5 bis zur neuen Grenze produzieren wir mehr Laufleistung bei uns im Stadtgebiet. Darum geht es mir. Ich kann nicht sagen, wo die sonst rumfahren, das interessiert mich jetzt auch nicht. Aber letzten Endes ist doch in der Betrachtung bei allen mit drin,
dass wir auf der einen Seite den Weg im Stadtgebiet haben, der fährt Stadt Ludwigsberg, hoffentlich Umgehungsberg, unsere Erwartung, und dass wir drüben auf der österreichischen Seite wahrscheinlich denjenigen haben, der dann die Uferstraße wieder über den Aacher Berg rauffährt und nicht diesen Weg über die alte Brücke nimmt, sondern den neuen Weg nimmt. Wie man die Mehrkilometer dann genau ausrechnet, muss man sich schauen. Messpunkt ist aus meiner Sicht an der Salzlände. Wenn man da schauen muss, verändert sich der Verkehr, der sich verlagert dann statt über den Umgehungsberg über die Salzlände. Und Messpunkte sind auf alle Fälle alte Brücke. Der Vollständigkeit halber wäre es am besten, auch neue Brücke zu messen. Es werden tausende Autos über die neue Brücke fahren, die produzieren die Mehrkilometer. Also es ist doch etwas ungerecht zu sagen, ja, für die, die am Stadtplatz sind, die schreien Heutrio, prima, natürlich wird es für die Entlastung geben. Die am Umgehungsberg sind und runter weiterhin, die werden nicht jubeln darüber, dass jetzt alle Autos, die bis jetzt über die alte Brücke nach Österreich gefahren sind, plötzlich den Umweg da fahren. Also muss man doch bitteschön auf jeden Fall die Umgehungsstraße bitte mit einer Verkehrszählung und natürlich die Fahrzeuge an der neuen Brücke und muss man anschauen, wie hoch sich's da nach oben bewegt. Sie können es nicht in aller Komplexität messen, weil nee, Sie nicht wissen, wie viel fahren vom Bürgerplatz zukünftig rechts und nicht mehr geradeaus. Ist ja auch der klare Weg, ich komme aus dem Norden und möchte über die Brücke nach Österreich. Dann biege ich am Bürgerplatz normalerweise rechts ab. Zukünftigen Weg, neue Brücke. Jetzt fahre ich, eventuell wenn ich den anderen Weg wähle, geradeaus durch die Magdastraße über den Ludwigsberg runter, über den Stadtplatz. Also auch in diesem Bereich zwischen Bürgerplatz und Hinterschwepfinger Glöckelhofer denke ich doch, dass auch Veränderungen eintreten. Mir ist schon klar, im Schritt 1 erreicht man durch diese Maßnahme jetzt nicht per se weniger Verkehr in Summe, sondern die Autos fahren zukünftig dann woanders. Und da ist es diese Abwägung eben, die dann zu treffen ist. Herr Schwemmbauer, ich glaube, Sie hatten sich noch zuerst gemeldet. Herr Kammerer dann, oder? Die Verkehrsführung über die alte Brücke ist ja auch ein altes Thema in dem Sinn. Eine Frage, gibt es aus der letzten Zeit oder aus den letzten Jahren Überlegungen, beziehungsweise wie ist die rechtliche Lage, wenn die Stadt Burghausen einfach ihren Zufahrt zum Stadtplatz von österreichischer Seite als Einbahnstraße regeln würde, von sich aus? Da bräuchte man rein theoretisch die Österreicher gar nicht mit einbeziehen. Das wäre natürlich eine Gewaltmaßnahme, ist gar keine Frage. Es ist ja nicht die Frage, ob wir das jetzt wollen. Nur gibt es da rechtliche Grundlagen, die man sich schon angeschaut hat, ob das theoretisch überhaupt möglich wäre? Ich kann es nicht 100% eindeutig beantworten. Meine Auffassung ist, die Bruckgasse können wir selber regeln. Da, wo ich jetzt nicht eindeutig antworten kann, ist, musst du dann auf der Brücke umdrehen. Weil die Brücke selber, jetzt zumindest den österreichischen Teil, können wir nicht regeln. Und das führt natürlich unweigerlich zu Chaos, wenn der Österreicher, zuständige Behörde, sagen würde, wir beschildern da nicht, sondern alle fahren hin und stehen dann hinten vor einem Ellerbetsch, hier geht es nicht weiter. Also das ist, glaube ich, das wäre die Variante ärgern und kann nicht funktionieren. In der jetzigen Variante ist es so, dass eben es unsere Regelungshoheit ist und es jetzt für uns letzten Endes unerheblich ist, wie in Österreich beschildert wird. Weil in Österreich nach wie vor bis zum Brückenanfang ganz normal gefahren wird und dann weitergefahren wird. Und diesen Zugang bis zum Brückenanfang würden sie in allen Varianten offen halten wollen. Darum glaube ich, die einzig vernünftige Variante, jetzt wenn man auf die Einbahnstraße geht, ist in dieser Richtung. Auch das, ich hatte es vorher vergessen zu sagen, der Radfahrer darf natürlich in beide Richtungen fahren. Also der Radfahrer wird natürlich so beschildert, dass der herüber und zurück ganz normal radelt, wie er halt möchte. Der Fußgänger ist natürlich immer frei. Der braucht jetzt nicht bei der Einbahnstraße rückwärts gehen, sondern der geht ganz normal vorwärts über die Brücke. Herr Kammhuber. Herr Bürgermeister, ich denke, das ist ganz gut, dass wir jetzt diesen Test machen, denn
es hat in der Vergangenheit schon einige Beispiele gegeben, wo auch Veränderungen der Verkehrssituation geplant wurden, dann im Vorgriff viele Menschen sich das nicht vorstellen konnten. Und als man es dann durchgeführt hat, auf einmal hat man gemerkt, ja, das sieht doch ganz gut aus. Und insofern machen wir das halbe Jahr und dann können wir entscheiden, wie es dauerhaft in Zukunft aussieht. Herr Englisch. Wenn Sie es nicht schon überlegt haben, dann bitte ich vielleicht darum, dass man diese Messstellen jetzt schon festlegt von der Verwaltung her und um Vergleichszahlen zu haben, jetzt auch schon im November, Dezember einfach hier diese Messungen macht, damit man dann entsprechende Vergleiche hat. Ja. Herr Niedermeyer, bitte. Herr Bürgermeister, tun Sie da nicht so viel messen. Wichtig ist, und das machen Sie jetzt ganz richtig, auf meine Anregung darauf hin, dass Sie es jetzt in die Jahreszeit verschieben. Und dann werden wir sehen, dass wir viele Leute haben, die das beobachten. Und letztendlich ist wichtig, ob die Akzeptanz da ist. Und zwar nicht nur in Burghausen, sondern auch in Österreich. Wenn es funktioniert, alle zufrieden sind, lassen wir es. Wenn der Großteil der Bevölkerung sagt, es passt nicht, dann können wir in dem Gremium da hinten entscheiden. Und ich denke, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Wir müssen schauen, wer der Großteil ist. Der Großteil ist meiner Meinung nach nicht die, die am lautesten schreien, sondern man muss es wirklich in Ruhe anschauen. Wir hatten ja noch gewisse Kontroversen, ob wir für Österreich zuständig sind oder nicht beim letzten Mal. Mir geht es nicht darum, irgendjemand zu ärgern, sondern wir haben einen schönen, guten Stadtplatz und für diesen Stadtplatz, glaube ich, sind wir verantwortlich, dass wir schauen, dass da einfach Aufenthaltsqualität und alles passt. Der Stadtplatz ist belebt, da rührt sich was und das kann man weiter verbessern. Das ist das Ansinnen und so führen wir es jetzt dann durch. Schauen, was dabei rauskommt und müssen meiner Meinung nach da überhaupt gar keine Angst davor haben, sondern sollen es als Chance begreifen, dass man sieht, dass es auch anders geht und dass man hoffentlich dann, so meine große Erwartung, sieht, dass es anders geht und dafür für alle besser wird. Damit nimmt der Stadtrat von dem Bericht Kenntnis. Und zwar geht es mir nochmal um diese Mehrkilometer, wollte ich mal kurz ansprechen. Das Thema der Mehrkilometer, das existiert doch bei jeder Umfahrung, bei jeder Ortsumfahrung, bei jeder Umgehungsstraße. Also das ist, auf der einen Seite hast du eine Entlastung eines bestimmten Bereiches, das halt dann zu Kosten eines anderen Mehraufwandes geht. Aber jede Umgehungsstraße ist eine Mehrbelastung an Kilometer, keine Frage. Und hier ist eine Entlastung der Altstadt und dafür muss man halt in Kauf nehmen, dass man auf der anderen Seite mehr Kilometer fahren muss. Also das gibt es hunderttausendfach, diese Mehrkilometer. Da muss ich jetzt einfach, darf ich noch was drauf sagen. Jetzt macht Spaß. Eine Entlastung der Altstadt, wir sind jetzt kein Stadtrat der Altstädter Bürger, sondern vom Gesamtburghausen und eine Entlastung der Altstadt, eine Entlastung auf 50 Metern. Und das muss man doch bitte schon einmal zur Kenntnis nehmen, eine Entlastung auf 50 Meter und eine zusätzliche Belastung von wesentlich längeren Bereichen, ob das jetzt 1,5, 2 oder 2,5 Kilometer sind. Also es ist eine Entlastung der Altstadt auf 50 Meter. Der 50-Meter-Lauf wird lang. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen von 50-Meter-Größen. Aber ich glaube, wir diskutieren es jetzt einfach nicht, sondern so, wie wir vorher probiert haben und wie wir gesprochen haben, nehmen wir von dem Bericht Kenntnis und probieren es aus. Gibt es dazu Gegenstimmen zur Kenntnisnahme oder Sonstiges? Gut, vielen Dank. Damit sind wir bei... Sind wir durch, oder? Anfragen, Sonstiges im öffentlichen Teil. Wir fangen einfach reihum an. Herr Kammhuber, Frau Bachmeier, Herr Strebel. Ja, Herr Bürgermeister, ich hätte zwei Punkte. Der erste bezieht sich auf einen Antrag der SPD-Fraktion vom Juli diesen Jahres. Dort baten wir um eine Übersicht der Flächen in Burghausen und deren ökologische Werthaltung. Also darum ging es in diesem Antrag, nicht jetzt eine wissenschaftliche Arbeit zu machen, sondern eine grobe Übersicht zu bekommen, wie wir denn in Burghausen die verschiedensten Flächen, ob im Stadtinnenbereich, im Außenbereich, in Reitenhauslach, wo auch immer, wie die ausgestaltet sind und um zu erkennen, wo haben wir denn wirklich Handlungspotenzial, Handlungsmöglichkeiten. Da die Frage, wie ist der Stand dazu? Also ist in Bearbeitung, ist relativ fertig, wird spätestens im Dezember vorgelegt. Ah ja, gut, danke. Zweiter Punkt trifft das Thema
Kreisklinik Standort Burghausen. Es ist ja seit September der neue Chef für die In-Salzach-Kliniken im Amt, der Herr Ewald. Und jetzt die Frage, Sie sind im Verwaltungsrat der Kliniken, wie ist da jetzt die Situation für die Zukunft unseres Burghauser Krankenhauses? Im Frühjahr war ja durch die ganze Pandemie-Sondersituation eigentlich fast Blockade in dem Haus drin. Das war als Reserve-Einrichtung für Pandemiesituation vorgesehen und damit war das fast gar nicht belegt. Aber es war ja eigentlich im ursprünglichen Konzept vorgesehen, die Orthopädie dort zu stärken. Wie ist mit dem MVZ dazu? Wie schaut es mit der Notfallhilfe aus? Und auch bei der Geriatrie, da kam ja eine neue Chefin. Wie ist da die Zukunft vorgesehen, jetzt durch einen neuen Chef? Gibt es eine Aussage von ihm? Ich denke, gerade jetzt in der Pandemiezeit haben wir ja festgestellt, wie wichtig, wie wertvoll dieses Haus ist und dass eigentlich unser Ansinnen, wo wir alle im Stadtrat gemeinsam daran gearbeitet haben, im Rahmen des Bürgerentscheids, das Haus zu sichern, ist die Sicherung jetzt auch in Zukunft noch gewährleistet? Wenn die Pandemiesituation vorbei ist, ich denke, ich kann jetzt vielleicht im Herbst nochmal neu vergleichbar zur früheren Situation kommen. Also der Herr Ewald und ich hatten einen gemeinsamen Termin bei uns im Rathaus. Er ist jetzt seit 44 Tagen da, also seit 1.9., also auch noch relativ frisch. Morgen ist Förderverein Kreisklinik oder Klinik Burghausen abends Mitgliederversammlung, irgendwann 19 Uhr, wo sich auch der Herr Ewald nochmal vorstellen wird. In einer Verwaltungsratssitzung war ich bis jetzt noch nicht, da wir, glaube ich, Stadtrat hatten bei der letzten parallel und da mein Vertreter dort war. Mein derzeitiger Stand ist, es gibt keine Änderung zum bestehenden Konzept. Burghausen als Standort für die Orthopädie, für weitere elektive Eingriffe und auch diese Ausrichtung Richtung Altersmedizin. Im Zuge der Fusion, es war ja auch teilweise Diskussion im Kreistag, ist sicherlich jetzt gerade das Thema der Ausrichtung das beherrschende Thema der nächsten Monate und auch, denke ich, im nächsten Jahr. Da müssen wir von Burghauser Sicht dabei bleiben, dranbleiben, um zu schauen, dass wir den Standort da vernünftig erhalten. Bis jetzt gibt es kein neues Konzept, das mir bekannt wäre, sondern ich gehe davon aus, dass das, was jetzt in die Wege geleitet ist, einfach der Reihe nach fortgeführt wird und sicherlich der Herr Ewald eigene Akzente setzen wird, wie jeder Chef. Aber im Grunde wird es, denke ich, keine neue Linie geben. Und wir sind im Kontakt, morgen, wie gesagt, der Förderverein Kreisklinik. Frau Bachmeier. Ja, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt, wie Sie sicher selber auch schon mitbekommen haben oder über die Jahre festgestellt haben in Burghausen, sehr viele leerstehende Häuser und leerstehende Wohnungen, zum Teil schon seit Jahren. Und es gibt gleichzeitig Personen, denen es eigentlich nicht an Geld fehlt, diese Häuser zu renovieren und dann anschließend zu vermieten, sondern die fühlen sich der Sache nicht gewachsen, dem Vorhaben nicht gewachsen, sind überfordert und trauen sich das einfach nicht zu. Und jetzt hätte ich eine Anregung, die Sie vielleicht in den Aufsichtsrat der BUWOG tragen könnten, und zwar, ob man nicht aus der BUWOG heraus eine Art Unterstützungsangebot macht, bei der Renovierung und bei der Vermietung solcher Gebäudlichkeiten zu helfen, und zwar natürlich gegen Kostenübernahme durch den Eigentümer. Ich meine, das ist aufs Erste betrachtet vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber der wird so oder in ähnlicher Form durchaus auch woanders beschritten. Und ich finde, man könnte das einmal prüfen, ob das ja theoretisch und dann vielleicht auch einmal praktisch möglich wäre. Das würde diese Diskrepanz vielleicht ein bisschen lindern. Frau Bachmann, das ist eine Verständnisfrage. Das heißt jetzt praktisch, wenn ich ein Haus habe und fühle mich nicht in der Lage, das umzubauen, dann kommt irgendwer, sagen wir mal Sie, weil dann gehen wir jetzt mal hin, und Sie beraten mich dann, Sie bauen mir dann, was nicht zahlt ist dann.
Naja, es geht nicht um Neubau, sondern es geht um Renovierung von Altbestand. Und es gibt eben Seniorinnen und Senioren, es gibt auch, ich kenne persönlich auch andere Leute, also Jüngere durchaus auch, die sich das einfach nicht zutrauen. Und wenn da so eine Anregung käme, du kannst dich da hinwenden, die unterstützen dich da. Natürlich musst du diese Serviceleistung bezahlen, aber die führen dir diesen Umbau, diese Renovierung durch, sodass du anschließend deine Immobilie vermieten kannst. Man muss das natürlich zu Ende denken, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein gangbarer Weg wäre. Und wenn die BUWOG das einmal prüft, inwieweit man diese Sachen, die woanders laufen, für Burghausen runterbrechen könnte, ja, also ich darf mich freuen und ich glaube, für Burghausen wäre es ein Gewinn. Aber ich verstehe es jetzt noch nicht ganz, weil wenn ich jetzt hier ein Haus habe, das kann ich für 100.000 Euro renovieren oder für 400.000. Irgendwann muss der Eigentümer mal eine Entscheidung treffen, auch wenn er vielleicht nicht selber weiseln kann oder sonst was. Aber den kann ich doch nicht frei entscheiden lassen, was er jetzt da tut. Was tun wir da mit Kostenmehrungen? Haben wir heute erst gehabt, dann wird es um 500.000 Euro teurer. Und dann sage ich, oh, was habe ich gehabt? Der muss das zahlen. Ich verstehe jetzt den Antrag mal so, oder die Anregung so, natürlich können wir mir jetzt nicht einen Wohnungsrenovierungstrupp aufbauen, wo man sagt, jetzt wir haben Heizung, Elektro, Baumeister, Maler, Bodenleger etc. Und wir sind eine GU für Wohnungsrenovierung, kann nicht unsere Aufgabe sein als BUWOG und nicht als Stadt. Darüber, wo man, glaube ich, nachdenken kann, aber da muss man nachdenken, kann jetzt nicht spontan endgültig beantworten, macht Sinn, ähnlich wie jetzt eine Umweltberatung zu haben. Ich habe da eine Unterstützungsberatung, was sind Anlaufstellen, was kannst du tun, wie kann man sowas angehen und das Ganze jetzt auf kleiner Flamme zu machen. Also es gibt einen Menschen, wo man sich hinwenden kann, wenn man sagt, ich habe da was und weiß nicht genau, wie es weitergeht, wie packe ich das an, bin gerade überfordert. Dann kann das in einem, glaube ich, kleinen Rahmen, wir dürfen jetzt da nicht irgendwas machen, wofür das wir nicht zuständig sind, dann kann das in kleinem Rahmen durchaus eine Möglichkeit sein, zum drüber nachdenken. Ein Full-Service als GU und damit in Konkurrenz zu sein, zu Bauträgern, natürlich nicht. Aber über das andere, finde ich, sollte man einfach nachdenken und schauen, da gibt es einfach verschiedene Aspekte jetzt. Ich denke, da braucht man das Rad nicht neu erfinden. In Tübingen wird das eigentlich ganz, ganz interessant schon verfolgt und erfolgreich gemacht. Also nicht allgemein auftreten, sondern eigentlich ganz gezielt in bestimmten Fällen. Ich nehme es einfach als Anregung auf. Wir machen uns mal schlau, um zu schauen, ob man was daraus machen kann. Danke. Herr Strebel, glaube ich. Oder was zu dem Thema, Herr Schaubauer? Es ist zu dem Thema, also ich denke, man soll jetzt schon mal bei den wirklich kommunalen Aufgaben einer Stadt Burghausen bleiben und nicht in Marktgegebenheiten und Dienstleistungen am freien Markt eingreifen. Und genau das sind doch Dienstleistungen, die am freien Markt von einer Vielzahl von Unternehmen und Planern übernommen werden. Und ich denke, wir haben vordringlichere Aufgaben, als uns da jetzt in der freien Marktwirtschaft zu bewegen. Ja, wenn ich das noch sagen darf, nur dazu, da handelt es sich ja um Bereiche, wo der freie Markt eben nicht so einfach funktioniert, weil sonst hätten wir ja weder Leerstand noch Leute, die verzweifelt Wohnung suchen und nichts finden. Aber gut, man soll das prüfen, das stimmt schon, man muss es gründlich bedenken. Herr Strebel, neuer Punkt, oder? Ja, Herr Bürgermeister, wir haben die Verkehrslenkungskommission, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, gegründet. Gibt es Terminplanungen? Wie schaut Ihr Ablauf dazu aus? Es gibt eine Terminplanung. Wir haben ja bis 15. den Rücklauf zu diesem Lenkungskreis, wo man sich als Bürger nochmal bewerben konnte, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe. Es müsste Ende der Woche sein. Wir haben jetzt ungefähr 25 Personen, die sich gemeldet haben und sagen, sie würden da gerne mitmachen. Das warten wir ab. Dann schauen wir, dass wir da drei losen aus diesen bis dann eingegangenen Bewerbungen. Und werden dann, würde ich sagen, Anfang November einen ersten Termin machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon einen Termin gibt, der irgendwo anvisiert ist, aber Anfang November. Herr Strachowski, Herr Schultester. Ja, zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben ja vor einiger Zeit das Heilig-Geist-Bitter in die Hände des BRK gegeben. Ist da seitdem mal unter den Bewohnern so etwas wie eine Evaluation gemacht worden, wie die zufrieden sind? Wenn nicht, wäre das vielleicht einmal was, dass man mal nachschaut, ob da alles gut ist.
Es hat ein guter Geist in dem Haus geherrscht. Ich habe jetzt gehört, dass eine ziemlich hohe Fluktuation an Pflegerinnen und Pflegern da ist. Also, dass man sich da mal vielleicht erkundigt, wie die Stimmung unter den Bewohnern ist. Das wäre ein Anliegen. Also, ich weiß nicht, ob es eine schriftliche Evaluation gibt. Das Gefühl, wenn ich bei Gratulationen ins Heim gehe, ist ein gutes. Aber das ist natürlich nur meine Momentaufnahme vom Personal und den Bewohnern. Ich bin relativ oft dort, da habe jetzt ich keinen negativen Eindruck, sondern einen sehr positiven Eindruck. Aber ich frage nach. Dazu hätte ich was direkt dazu. Es ist nämlich so, Herr Strachowski, dass der Übergabevertrag von der Stadt an das BRK, der darf sehr wohl durch den Herrn Bock allerdings nur quasi überprüft werden, immer wieder. Also ob die Konditionen, die da ausgehandelt worden sind, ob die eingehalten werden. Ob man jetzt als Stadt die Stimmung kontrollieren darf, weiß ich natürlich nicht. Aber das Erstere auf jeden Fall. Ich frage noch. Und das Zweite, ich weiß zwar, dass das erst im Hauptausschuss war, aber es wohnen jetzt schon Kinder an der Burgkirchner Straße in den beiden neuen Baugebieten. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit einer jungen Mutter gesprochen. Wann kann man dort mit einer Verkehrsregelung rechnen? Weil die gehen zurzeit schon in die Schule und es ist schwierig, darüber zu kommen. Ende November. Gut. Herr Schultheiß. Ja, mir geht es nochmal ums Krankenhaus. Viele von uns sind ja auch im Kreistag und haben den Vortrag von Herrn Ewald gehört, also der ja an sich einen sehr sympathischen Eindruck macht, aber mit 9,82 Millionen Verlust im letzten Jahr, der begründet wird, 2 Millionen waren im Ansatz, 9,82 wurden es dann, der begründet wird mit Funktionskosten und mit Abfindung von der Frau Dr. Lieb. Gleichzeitig wird für das neue Jahr wieder mit der gleichen Höhe geplant. Also das Krankenhaus, Geistkrankenhaus oder jetzt heißt es ja Inklinikum, erweist sich momentan schon sehr stark als großer Verlustträger und man muss ja keinen Gewinn machen, aber Verluste in dieser Höhe sind schon außerordentlich und auf die Dauer meiner Meinung nach nicht zu tragen. Deswegen sollten wir unheimlich aufpassen auf unser Krankenhaus und wirklich auch sicherstellen und dahinter sein, dass wir unser Konzept auch weiterhin so durchbringen, weil ich habe es mir gesehen, die Urologie geht nach Mühldorf. Gleichzeitig wird wieder eine Geburtshilfe in Mühldorf aufgemacht, die wo eigentlich wieder defizitär ist. Also es ist viel im Fluss und momentan sind die hier alle im Blindflug, weil Corona-Auswirkungen haben die alle nicht im Kopf. Die wissen gar nicht, wie das Jahr ausgeht. Also wir müssen wirklich alle zusammenhelfen, dass wir bei unserem Konzept bleiben. Das wollte ich gerade sagen. Also die Begründung für den Verlust waren schon noch vielfältiger. Ja. Da. Also Aber die, also das waren Millionenkosten, allein was die Rechtsanwaltskanzleien für die Verträge verlangt haben, dann die Abfindung von der Frau Vorstand Lieb, das war ja eine beträchtliche Position und. Also ich glaube, die Botschaft, einfach dran zu bleiben, kann man nur unterstützen. Herr Schwemmbauer, wollten Sie was dazu sagen? Auch ja, wenn wir vom Krankenhaus in Burghausen reden, reden wir dann Definition her von einem Burghauser Krankenhaus der Regelstufe 1. Oder drüber eventuell auch, aber wahrscheinlich eher Regelstufe 1. Oder reden wir von einem Krankenhaus, wo kein Krankenhaus im Sinne der allgemeinen Definition mehr drinnen steckt? Das wäre die Frage 1. Frage 2 wäre, aus der Zeitung habe ich erfahren, dass wir uns jetzt beim UNESCO-Weltkulturerbe bewerben, was natürlich fantastisch ist. Vielleicht können Sie uns da ein paar Hintergrundinformationen geben. Und warum es nicht im Stadtrat vorher eventuell war oder Ähnliches. Danke. Also zum Krankenhaus, wir reden aus meiner Sicht von einem Krankenhaus, das sich definitiv wandeln wird, aber von einem Krankenhaus mit einer Notaufnahme, von einem Krankenhaus mit mehreren Abteilungen und dem drittgrößten Standort des Inklinikums Altötting-Mühldorf. Also kein Krankenhaus im allgemeinen definitorischen Sinn, was heißt Regelstufe 1, 2, 3, 4, weil es ja festgelegt letztendlich, sondern ein selbst zusammengebasteltes Krankenhaus im eigenen Verständnis. Nein, also wir basteln nicht und wir basteln auch nicht selber, weil es nicht unsere Aufgabe ist, an Krankenhäusern rumzubasteln, sondern der Landkreis und der Vorstand des Inklinikums dafür ein Konzept entwickelt, das dann von ihm als Träger umgesetzt wird und wo wir natürlich unsere Vorstellung einbringen. Aber es ist ein Kreisklinikum und es ist kein städtisches Klinikum.
Ich jetzt machen wir keine Krankenhausdiskussion in der Tiefe, denke ich. Info dazu. Ich war im Verwaltungsrat und das waren ja im Kreisklinikum Altötting-Burghausen, waren das nicht zwei getrennte Häuser, sondern das als ein gemeinsames Haus betrachtet worden. Krankenhausplan. Aber es ist kein städtisches Klinikum, sondern es ist ein Kreisklinikum, das jetzt fusioniert hat und vom Vorstand, Kreistag etc. und Verwaltungsrat des Kreisklinikums sind da Dinge zu beschließen. Wir als Stadtrat und als Stadt versuchen natürlich darauf Einfluss zu nehmen. UNESCO-Weltkulturerbe, es geht darum, dass wir uns 2011 meines Wissens schon einmal beworben haben, in dieses UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Nicht als Burghausen allein, sondern in einer Verbindung verschiedener anderer Städte auch. Mit diesem in Salzach Architektur der Burg, der Natur und allem, was da dazugehört. Diese Bewerbung haben wir jetzt wieder aufgegriffen, ein bisschen an die neuen Anforderungen angepasst und uns damit beworben, auf die bayerische Liste zu kommen. Also Bayern kann dazu Standorte etc. vorschlagen. Dabei ist meines Wissens der Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse vorgeschlagen als feststehender Vorschlag und ein zweiter Vorschlag, der aus verschiedenen Bewerbern auszusuchen ist. Und um da mit dabei zu sein, haben wir uns beworben. Ich persönlich finde es gut, weil ich glaube, dass es das Bewusstsein nochmal für die Kultur, die Natur und alles, was wir zu bieten haben, schärft. Ich finde es gut, weil es grenzüberschreitend ist und weil es auch jetzt dann mit Neuötting beispielsweise auch jetzt im Landkreis mehrere mit einbindet. Und die Erwartung ist dabei, das Bewusstsein sicherlich jetzt auch touristische Impulse bekommen zu können, aber vor allem auch einfach das Bewusstsein da nochmal da zu haben, was wir alles haben und was wir alles darstellen. Damit glaube ich, sind wir mit dem öffentlichen Teil durch. Ich bedanke mich. Machen wir in 10 Minuten weiter.